Thank you.
Thank you.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Il s'agit du 7e symposium de l'esprit de Pierre Flimelin. Mesdames et messieurs, chers amis de la France et d'Allemagne, bienvenue à Baden-Baden, ici dans le LA8, la maison de la culture. Une bouffée d'air doux de l'amitié de Konrad Adenauer et Charles de Gaulle souffle des Brenners Park Hotel. La chose la plus précieuse que nous avons sont les valeurs spirituelles. Ce sont les mots de Pierre Flimelin et aussi un mot du slogan de la Révolution française qui fait maintenant l'objet du 7e colloque de Pierre Flimelin, Fraternité 2014, avec un point exclamation ou un point interrogation. Et je crois, Jean de Gaulle et Pierre Flimelin veulent dire Fraternité 2014 ou Fraternité 2014. Et non, avec beaucoup de doutes, Fraternité 2014. Dies ist das 7. Symposium im Geist von Pierre Flimelin, meine Damen und Herren, liebe Freunde aus Frankreich und Deutschland. Willkommen in Baden-Baden, hier im Kulturhaus LA8. Ein Hauch der süßen Luft der Freundschaft von Konrad Adenauer und Charles de Gaulle und unserer vergangenen 6 Pierre Flimelin Symposien weht herüber vom Brenners Park Hotel. Das Wertvollste, was wir haben, sind die geistigen Werte. Das sind die Worte unseres Pierre Flimelin. Und ein Wert der französischen Revolution, das ist heute das Thema des 7. Pierre Flimelin Symposiums, Fraternité 2014, mit einem Ausrufezeichen oder einem Fragezeichen. In Französisch habe ich eben versucht, Charles de Gaulle und Pierre Flimelin in ihrer ganzen Leidenschaft wiederzugeben, das lasse ich jetzt in Deutsch. Vielleicht später in Rotweinlaune im Museum nachher. Meine Damen und Herren, mit meinem geschätzten Partner Frank Machenbach, CEO der Oetker Collection und Direktor des Brenners Park Hotels, habe ich wieder eine deutsch-französische Arbeitsteilung bei der Begrüßung vereinbart. Und Sie, sehr geehrte Exzellenz, lieber Erzbischof Robert Zollitsch, fallen in das Begrüßungsressort von Frank Machenbach. Ich möchte mich also unseren französischen Gästen und Freunden zuwenden und begrüße zuerst Comme toujours, Madame Antoine Flimelin. Bienvenue à Baden-Baden, Madame. Je sais que vous venez chaque année après Baden-Baden à attendre ce que votre père va dire. Malheureusement, j'ai oublié avant 15 ans de demander la votre père après le fraternité. Mais ce qu'il dit, qui est comme toujours une source d'inspiration, qui nous donne une nouvelle énergie européenne. Nous disons avec un grand cœur, bienvenue à Baden-Baden, encore une fois, Madame Flimelin. Ich habe Frau Flimelin gesagt, dass wir Sie sehr herzlich willkommen heißen in Baden-Baden und ich weiß, dass sie jedes Jahr hierher kommt, um zu hören, was ihr Vater sagen wird. Denn manches, was wir zeigen, hat sie noch nicht gehört. Ich habe vor 15 Jahren leider vergessen, ihren Vater nach der Brüderlichkeit zu fragen. Aber was er heute sagen wird, das wird uns wieder beflügeln, uns Inspiration geben und europäische Energie. Und ich habe die Tochter von Pierre Flimelin auch im Namen von Ihnen, meine Damen und Herren, ein herzliches Willkommen geheißen. Bienvenue, Monsieur Daniel Höffel. Nous nous tournons vers plus tard. Cher Monsieur le Ministre. Et bienvenue, Monsieur le Maire de Strasbourg. Müsste jetzt kommen, aber Monsieur de Strasbourg, er n'est pas là. Ich glaube, er ist noch momentan à la route. Er ist noch unterwegs, aber Monsieur Ries wird kommen und ich werde dann die Begrüßung, die persönliche Begrüßung an ihn nachreichen. Er ist genauso wie unsere gewählte Oberbürgermeisterin, Margret Mergen, gewählter Oberbürgermeister von Straßburg. Und da führen wir natürlich heute noch einiges im Schilde.
Et bonsoir, Monsieur Pierre Carly. Cher Pierre, bonsoir. Bonsoir, mon ami Alain Auviller. Bienvenue, René Eckhardt, Roland Anstedt. Bonsoir, Madame Rinkenberger et Monsieur Gartonnier. Et bienvenue et salut bisamme, tous mes amis. Meine Damen und Herren, nun, wie versprochen, ein Wort, insgesamt 4 Minuten und 18 Sekunden. Die Aufnahmen, die Sie heute sehen, wie immer, viele von Ihnen sind treue Gäste des Pierre Flemmer Symposiums, eine Aufzeichnung einer Interviewserie aus den Mitte der 90er Jahre. Und in diesen 4 Minuten sehen Sie eine Würdigung von Pierre Flemmer zum Thema der geistigen Werte. Video bitte ab. Pierre Flemmer, vom Träumen allein kann man nicht leben. Welche konkreten Vorstellungen haben Sie für Europa in 10 Jahren? Wie muss Europa 2003 genau aussehen? Was für Regeln muss Europa haben, damit es Ihren Vorstellungen gerecht wird? Also für mich ist es zunächst nötig, dass die Europäische Gemeinschaft auf der schon vorgezeichneten Bahn sich weiterentwickelt. Man kann von Maastricht denken, was man will. Es ist sicher kein Endpunkt. Es ist eine Etappe. Weitere Etappen müssen kommen, besonders auf dem Gebiet der Außenpolitik oder Politik schlechthin. Die Wirtschaftsgemeinschaft ist etwas sehr Wichtiges. Ich hoffe, dass die tatsächliche Richtung der Wirtschafts- und Währungsunion einen großen Beitrag liefern wird zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, zur Wiederbelebung der Wirtschaft. Aber Europa ist nicht nur ein Wirtschaftsgebilde. Unsere Nationen, handelt sich um Deutschland und Frankreich, um England, haben große historische Traditionen, haben oft in der Weltgeschichte eine Rolle gespielt. Manchmal vielleicht eine schlechte, manchmal auch eine gute. Und wir leben in einer Welt, in der viele Völker leiden, viele Völker auch streben nach neuen Ordnungen, nach neuen Werten. Und wir Europäer als Erbe der, glaube ich, wertvollsten, geistigen, zivilisatorischen Tradition haben die Pflicht, der Welt neue Wege zu weisen, neue Lichter zu geben, um den Weg vorzuzeigen. Das ist, glaube ich, die große Mission. Natürlich in erster Linie kommt dann, wenn man von Werten spricht, der erste Wert, das kostbarste Gut ist der Friede. Der Friede. Zweck der europäischen Einigung war übrigens in den Augen von Männern wie Schumann, Adenauer und anderen, der erste Zweck war, das war nach dem Ersten Weltkrieg, die Erhaltung, die Förderung des Friedens, Friedens in Europa, Frieden in der Welt. Um das tun zu können, muss Europa ein europäisches, starkes, willensstarkes Gebilde bleiben. Bestehend aus der Europäischen Gemeinschaft und auch aus einem fortwährenden Zusammenschluss der übrigen Völker Europas, mit einem gemeinsamen Nenner, der kein anderer ist als eben unsere geistigen Werte. Nehmen Sie, die Wirtschaft ist eigentlich, offen gesagt, kein Bindeglied. Die wirtschaftlichen Interessen sind oft gegeneinander. Die Außenpolitik ist auch an sich kein Bindeglied. Wir haben verschiedene Traditionen. Was ist uns gemeinsam? Das ist unsere europäische Kultur, die christliche Basis, der Basis der Errungenschaft, der Vernunft, der Aufklärung, der Renaissance, der Aufklärung im 18. Jahrhundert, der Entwicklung des demokratischen Gedankens, Errichtung des Schutzes der Menschenrechte, Konvention für Wahrung der Menschenrechte. Das ist unser geistiges Gut. Und das soll das Gemeinsame sein. Wir können viele Verschiedenheiten akzeptieren und müssen sie akzeptieren und dulden unter den verschiedenen Völkern, die mitmachen. Nur das einzige nicht, dass sie unsere Werte mit Füßen treten.
ein geistiges Europa der Werte ist mein Zukunftsbild. Pierre Flimmler. Meine Damen und Herren, Frank Machenbach, der gleich die deutschen Gäste des 7. Pierre-Flimmler-Symposiums begrüßen wird, ist Direktor des Brenners Park Hotels und auch CEO der Oetker Collection mit 1750 Mitarbeitern in 6 internationalen Hotels ist er verantwortlich, die meisten davon in Frankreich. Dazu gehört das berühmte Eden Rock am Cap d'Antibes, das Île Saint-Barth auf der Île de France in der französischen Karibik. Und jeden Tag können seine Kollegen vom weltberühmten Le Bistrot quasi in den Élysée-Palast hinüberschauen und sehen, ob François Hollande mit seinem Motorroller unterwegs ist. Bevor ich das Wort an Frank Machenbach abgebe, sehen Sie, meine Damen und Herren, vorher noch einen kleinen Videoeinspieler. Unser Redaktionsmitarbeiter Maximilian Schlett hat sich auf den Straßen von Baden-Baden kundig gemacht, wie es denn mit dem Kenntnisstand zu den Parolen der französischen Revolution so steht. Video bitte ab. Kennen Sie die Parolen der französischen Revolution? Naja. Egalité, Liberté, Fraternité. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Ja, ich glaube, das war Liberté toujours oder sowas in die Richtung, oder? Freiheit, Brüderlichkeit, Gleichheit. Auf Französisch auch, da bin ich jedenfalls schwach. Entschuldigung. Das passt. Fraternité, Egalité und Liberté. Nein. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Ja. Good question for you. In Französisch. Wie Sie mögen. Was war die Frage? Die Parolen der französischen Revolution. Ich könnte das. Ja, Fraternité, Egalité. Egalité, Fraternité. Parole der Augenblick mal. Die habe ich mal gewusst. Nein, das liegt zu lange zurück. Ich bin zu lange von der Schule weg. Ja. Wartest du mal, Liberté, Egalité, Liberté. Jetzt geht's los, jetzt fängt's an. Oh, ich schäme mich. Ich hab's vergessen. Fraternité, ja, ist der letzte. Egalité, Fraternité und Liberté. Richtig? Ganz genau. Ah, Wahnsinn. Die Parolen der Französischen Revolution. Freiheit. Einigkeit und Brüderlichkeit. Brüderlichkeit, genau. Nee, kenn ich nicht. Nee. Du auch nicht? Nee. Ja, Eternité, Fraternité und Egalité. Liberté, Egalité, Fraternité. Was kenne ich? Die Parolen der französischen Revolution. Nein. Liberté, Egalité, Fraternité. Nein. Sie? Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Natürlich. Auf Französisch oder auf Deutsch? Wie Sie mögen. Liberté, Liberté, Fraternité, Egalité. Nein. Kennen Sie sie? Ich kenne die leider auch nicht. Ja. Egalité, Fraternité, Liberté. Nein. Sagen Sie es mir. Egalité? Achso, Fraternité. Liberté, Egalité, Fraternité. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Nee, danke. Bitte? Kennen Sie sie? Vielleicht aber brasilianisch. Danke. Ja, als Franzose müsste ich sie wohl kennen, ja. Wollen Sie sie mir sagen? Meinen Sie jetzt die Nationalhymne? Allons enfants de la patrie. Nein, die drei Parolen der französischen Revolution. Ah, Liberté, Égalité, Fraternité, das meinen Sie. Meine Damen und Herren, das mit der Eternität, das wäre mal noch ein Gedanke, ne? Das können wir noch zufügen. Eternité. Und in Straßburg sagt man, der Wahlslogan von Roland Ries war Pour Eternité. C'est vrai? C'est rien. Bonsoir, Monsieur Roland Ries. Je suis salut de mon cœur. 3 jours après votre réélection, Monsieur Ries, votre visite est une signe pour Baden-Baden. Tout d'abord, une signe de Pierre Flimmler, mais aussi une signe des relations entre Baden-Baden et Strasbourg.
Der Nouvellement est Lumière de Baden-Baden, Margrethe Mergen, vous êtes déjà observé. Au moment, la distance est 50 cm. Tournez-vous une fois, Monsieur le Maire. Vielleicht gibt es später dann eine Möglichkeit für ein Tête-à-Tête, meine Damen und Herren. Frank Marbach hat das Wort. Ja, lieber Christian Fritsch, es ist in der Tat für mich immer eine besondere Freude, dieses Symposium gemeinsam mit Ihnen auszurichten. Und ich finde auch nicht nur das Thema Fraternität, sondern generell das Thema Werte ist, glaube ich, omnipräsent im Moment. Und das aus gutem Grund, weil wir natürlich alle und insbesondere auch in Unternehmen permanent auf der Suche sind nach Gemeinsamkeiten, bei der Beantwortung der Frage, wie wir denn etwas gemeinsam miteinander veranstalten wollen. Und ich glaube, so sehr ich Herrn Flimmler in fast allem zustimme, Sie gestatten, liebe Frau Flimmler, in einem Punkt bin ich anderer Meinung. Ich glaube, dass Wirtschaft einen enormen Einfluss und eine enorme Rolle darin spielen kann. Und wenn ich ein bisschen zurückblätter, das ist ungefähr fünf Jahre hier, haben wir mit unseren französischen Kollegen, Herr Fritsch hat es ja gesagt, das sind gut 2/3 unseres Unternehmens, und unseren deutschen Kollegen haben wir nach gemeinsamen Werten gesucht im Brenners Park Hotel. Und haben die auch gefunden nach 2 Tagen, 7 an der Zahl. Und an einem Wert, da merkte, also wir waren uns überall einig, nur an einem Wert, da haben wir lange gerungen und gestritten, das war das Thema Humilität, Bescheidenheit. Und bei allen Gemeinsamkeiten gibt es auch Unterschiede, denn das liegt einfach in der Sprache, nicht Bescheidenheit im Deutschen und Humilität im Französischen. Das hat uns lange, das haben wir lange gebraucht, um das zusammenzuführen. Also Werte im Allgemeinen, glaube ich, wesentlich. Wir sehen das rechts und links, wie bedeutungsvoll sie sind, wenn wir in der Ausgestaltung gucken, wie wir etwas machen. Es gibt uns den Sinn und Exzellenz, Ihnen ein ganz herzliches Willkommen, denn die Kirche als Institution ist ja auch deshalb so bedeutend, weil sie Sinn und Werte vermittelt. Und insofern ist es für uns eine große Auszeichnung, dass Sie heute bei uns sind. Wir haben da vorhin gehört, was bedeutet Fraternität? Und interessant ist ja, also beruhigend, dass doch viele es kennen, zumindest gehört haben, aber der nächste Schritt ist ja, mit den Werten etwas anfangen zu können. Und das werden wir sicherlich versuchen, heute die nächsten, ich glaube, 90, 120 Minuten, lieber Christian Fritsch, zu diskutieren. Frau Dr. Hofend, Ihnen auch herzlich willkommen. Schön, dass Sie bei uns sind als Zeithistorikerin, als Vorstandsvorsitzende der Initiative Lernort Zivilcourage. Ist das auch für Sie, glauben wir, ein wichtiger Begriff, Fraternität. Liebe Frau Dr. Lang, auch Sie sind nicht nur qua Ehe, sondern auch über Ihr Amt als langjährige Oberbürgermeisterin Baden-Badens mit dem Thema Frankreich, Deutschland, seinen Gemeinsamkeiten und seinen Unterschieden engstens verbunden. Liebe Frau Mergen, auch Ihnen herzlich willkommen als designierte Oberbürgermeisterin wird es sicherlich, obwohl Sie sind es gewöhnt, über Karlsruhe natürlich, über die Nähe Deutschlands und Frankreichs mit diesem Thema umgehen zu können und zu dürfen. Lieber Frieda Burda, auch Ihnen herzliches Willkommen. Auch für Sie ist Deutschland und Frankreich, wie ich weiß, eine Herzensangelegenheit und Sie sind ein exzellenter Kenner beider Seiten und deshalb ist Ihre Anwesenheit heute für uns sehr, sehr wichtig. Lieber Herr Winter, auch Ihnen ein herzliches Willkommen und allen Abgeordneten der Parlamente, Bürgermeister, Stadträte und Gemeinderäte. Christian Fritsch gibt mir immer so 3-4 Minuten, dass ich was sagen kann. Und um mich kurz zu halten, ich habe mal nachgeguckt auf den Auszug aus der Homepage der Französischen Republik. Und mal ein bisschen nachgeschaut. Und da steht, die wichtigsten Symbole, also mit ein bisschen Erklärung unsererseits, die wichtigsten Symbole der Französischen Republik haben einen revolutionären Hintergrund. Der nationale Leitspruch Liberté, Égalité et Fraternité, der Nationalfeiertag am 14. Juli, die Nationalhymne Marseillaise, die Tricolore, die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte und die Nationalfigur
Marianne entstanden als Symbol während der Französischen Revolution. Und Pierre Flimelin hat es ja vorhin gesagt, wie wichtig ist das, welch geistiger Nährboden ist das eben auch heute noch in unserem schönen Europa. Und ich habe mal versucht, das von einer abstrakten Ebene ein bisschen auf eine ja, ganz persönliche Ebene herunterzubringen und habe einfach vier Menschen gefragt, mit denen ich mich doch eng verbunden fühle. Zwei meiner Kollegen, also zwei Deutsche und Franzosen, was die denn da so zu sagen. Also Philippe Herr, mein geschätzter Kollege aus dem Hotel du Cap Edenrock, wird übrigens dieses Jahr 100 Jahre alt, sagt: La fraternité est pour moi le synonyme d'une relation très forte entre les hôteliers qui composent notre collection où le respect mutuel est une valeur essentielle. Also, er, für ihn ist das ganz wichtig, ist eine deutsche Unternehmensgruppe, übrigens das Bristol in Paris, das letzte Palasthotel in Paris in europäischer Hand. Alle anderen gehören mittlerweile Asiaten und Arabern. Insofern Philipp, mit dem ich nun über 10 Jahre zusammenarbeite, ist das extrem wichtig. Marlies Camboni, langjährige Rektorin der Grundschule in Iffelsheim. Dort gingen meine beiden Söhne zur Schule. Der erste deutsch-französische Grundschulzug. Marlies Camboni hat den trotz aller politischen Widerstände hinbekommen, sagt, für mich erweitert, übrigens auch verheiratet mit einem Franzosen, für mich erweitert sich die Bedeutung heutzutage auf eine Art geschwisterliche Beziehung. Wir Geschwister haben, Europäer, Deutsche, Franzosen, Elsässer und Badener, ich lese ein bisschen mehr vor, ja, als da steht, eine gemeinsame historische und kulturelle Herkunft. Wie in einer Familie gibt es darüber hinaus natürlich persönliche Unterschiede. Wir dürfen diese durchaus sehen und benennen, ganz wichtig. Diskussionen darüber führen und damit umgehen. Dabei sollten wir darauf achten, diese persönlichen Unterschiede nicht zu bewerten, sondern demgegenüber stets mit Respekt zu begegnen. Und ganz umgangssprachlich, manchmal muss man auch 3 Grad sein lassen können. Didier Le Calvez, mein Kollege, Président Directeur General Le Bristol Paris, ein richtiger Franzose, wie er im Buche steht, ja, und der sagt, en 2014, l'année célébrant l'amitié franco-allemande, la fraternité illustre d'un côté l'esprit que j'ai vu au quotidien de l'exercice de mes fonctions comme directeur général du Bristol à Paris, fleurant d'un véritable art de vivre à la française dans ce palace appartenant à la prestigieuse famille allemande Oetker depuis plus d'un 40 ans. Outre un aspect professionnel, cette célébration touche également beaucoup de nos familles à titre personnel et de nos histoires familiales. La fraternité qui unit aujourd'hui nos deux nations est à elle seule un hommage au courage de ceux qui se sont battus pour qu'elle triomphe. Und, last but not least, mein lieber Freund Georg Platz, Dr. Platz, seines Zeichens unter anderem, na, auch, ja, nicht ganz unschuld, dass mein jüngster Sohn auf diese Schule geht, sagt, gerät die Brüderlichkeit ins Hintertreffen gegenüber den anderen beiden Prinzipien der französischen Revolution. Es gibt vielerlei Beispiele, die zeigen, dass dem nicht so ist. Unter anderem Höhe der Transferleistungen zugunsten Bedürftigen in der EU und so weiter. Also viele gute Gründe, die das widerlegen. Jedoch, ein Bruder, das finde ich sehr schön gesagt, ein Bruder ist keine Amme. Ein jeder von uns muss auch in Kategorien der Eigenverantwortung denken und darf sich nicht auf die funktionierende Fraternité verlassen. In diesem Sinn freue ich mich auf eine gute Diskussion und am Ende des Tages, Exzellenz, wir haben gerade kurz darüber gesprochen, nichts geht über persönliche Begegnungen, kein Internet und ähnlich oder Social Media. Am Ende des Tages ist das, was uns weiterbringt. So hoffe ich, dass Sie im Laufe des Abends gute Gespräche finden miteinander. Lieber Christian Friedsch, schön, dass wir das wieder hier gemeinsam machen. Dankeschön. Ja, Frank Marrenbach, das Brenners Park Hotel und das Cap Antibes, Le Saint-Barth und Le Bristol, hätte ich gewusst, was für ein schönes Leben ein internationaler Hoteldirektor so führt, wäre ich nicht Journalist geworden. Meine Damen und Herren, Mitte der 90er Jahren gründete eine Gruppe von Franzosen und Deutschen die Organisation Cœur de l'Europe.
auch damals schon mit dem Gedanken, das Herz in Europa nicht zu vergessen. Mit dem Ziel, als Promotor zwischen Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Medien zu wirken. Zu den Gründungsmitgliedern gehören unter anderem der damalige Präsident des Elsässischen Generalrats, Marcel Rudloff, die deutschen Politiker Günter Oettinger und Dieter Spöri, Wissenschaftler, Künstler, wie unser Tommy Ungerer. Und zum ersten Mal im Rahmen des Bärpfinder-Symposiums wird heute die Auszeichnung der Goldenen Cœur de l'Europe wieder verliehen. Erster Preisträger der Auszeichnung war Pierre Flimler, ihm folgte der damalige deutsche Außenminister Klaus Kinkel. Heute erhält diese Auszeichnung Monsieur Daniel Höffel, Ancien Ministre de la République Française. Die Laudatio spricht Alain Hovilla, Journalist und ehemaliger Redakteur en Chef der Dernière Nouvelle d'Alsace und Mitglied von Cœur de l'Europe. Alain, du hast das Wort. Christian, du hast wieder eine Tradition lebendig gemacht, nicht nur über Cœur de l'Europe und das Symposium, auch über die Möglichkeit, die man hat, in Baden-Baden der Oberbürgermeister von Straßburg zu treffen. Flimner war oft hier, Bonaris ist auch hier. Es ist eine schöne Tradition. Wir hoffen, dass sie weiter so geführt wird. Lieber Christian, ich danke dir, dass du mir die Gelegenheit gegeben hast, die Laudatio von Daniel Höffel auszusprechen. Ich weiß, dass er mögt das nicht so. Er hat nämlich nicht, er liebt nicht, dass man von ihm spricht, aber trotzdem muss er es jetzt miterleben, ich werde von ihm sprechen. Aber wenn du mich gefragt hast, diese Laudatio auszusprechen, hast du zwei Risiken genommen. Erstens, es ist immer ein großes Risiko, einem Journalisten zu verlangen, dass er eine Laudatio ausspricht. Es ist immer ein Risk, wenn durch die Kritik, die so oft von den Journalisten ausgeprägt wird, und besonders, wenn es politischen Persönlichkeiten handelt. Das zweite Risiko, das du genommen hast, als du mich gefragt hast, dass ich diese Laudatio ausspreche, das zweite Risiko ist, dass es kommt mir jetzt ein Wort von Martin Luther im Kopf. Exzellenz, entschuldigen Sie, wir sind ja interkonfessionell. Martin Luther hat einen Tag mal gesagt, Herr, schütze mich von meinen Freunden, mit meinen Feinden werde ich alleine fertig. Ich bin ein Freund von Daniel Höffel, also ich hoffe, dass du nichts, trotzdem, dass du einen Bruder hast, der Pastor ist, dass du diese Worte von Martin Luther nicht in deinem Gehör und in deinem Fleisch heute Abend empfinden wirst. Also diese zwei Risiken hast du genommen. Ich hoffe, dass sie nicht zu groß wären und dass, wenn wir hier rausgehen, dass wir immer noch Freunde sein. Da es ist kein Grund, dass wir es nicht sind. Ich würde da übrigens ich habe in meiner Bibliothek ein Buch rausgeholt. Als Christian Fritsch es gesehen hat, hat er gesagt, du wirst doch dieses Buch nicht vorlesen. Ich hatte es vor, aber wenn du meinst, dass es nicht gut ist, lasse ich es weg. Dieses Buch, Daniel Höffel. Und warum spreche ich von diesem Buch? Weil er die Gewohnheit hat, seine ganze Reden in drei Punkten zu deklinieren. Drei Punkten. Das ist seine Marke, wenn man es sagen kann. Ich werde es aber nicht, meine Laudatio, in drei Punkten entwickeln. Erstens, weil ich früher in meiner Zeit in der politischen Wissenschaft und in Jura haben wir gelernt, in zwei Punkten eine Rede durchzuarbeiten. Ich werde auch nicht die zwei Punkte behalten. Ich werde den ganzen Titel vom Buch von Daniel Höffel nehmen, um als Hauptthema diese Aussprache zu nehmen. Und der Titel war Daniel Höffel in drei Punkte und einige andere Punkte.
Ich werde also das zweite Teil des Titels behalten. Ich werde von einigen anderen Punkten sprechen und mehr sprechen als von drei Punkten. Hätte ich übrigens drei Punkte genommen, hätte ich diese drei Punkte verwirklicht in drei, sagen wir, Titel. Der erste Titel wäre betrifft Daniel Löffel, Familie. Der zweite Begriff wäre Politik und der dritte Begriff wäre Europa. Obwohl das zweite und der dritte wäre oft zusammengeschmolzen, europäische Politik. Aber da ich gesagt habe, dass ich nicht mich an drei Punkte behalte, werde ich also weitergehen und mehr als drei Punkte nehmen. Daniel Löffel, obwohl er bescheiden ist, muss ich also zuhören, wie viel Gutes ich von ihm jetzt sagen werde. Zuerst die Persönlichkeit, die Person von Daniel Löffel. Daniel Löffel ist an sich ein typischer Europäer, das heißt ein typischer Elsässer. Schon von seinen Ahnen her war er ein Europäer. Und ich habe mich erinnert, dass er mir eines Tages gesagt hat, dass seine Ahnen, ein Teil kam von Thüringen, ein Teil von der Picardie. Sehen Sie, sie haben schon zusammengeschmelzt, zwei große Gebiete von unserem Europa. Er hat als Elsässer, als Europäer, hat er miterlebt, der Krieg, alles, was wir gesehen, miterlebt haben, auf unserer Seite des Rheins, und dass sie auch miterlebt haben, auf ihrer Seite des Rheins. In seiner Familientradition hat er auch rausgezogen sein politisches Interesse. Und da haben wir auch wieder das Zeichen von Europa und von der Zusammen- oder Nicht-Zusammenarbeit der beiden Völker von beiden Seiten des Rheins. So hatte er einen Großonkel, der nur Französisch sprach, es war vor 1918, die mit dem Kaiser Wilhelm II. Nur Französisch sprach, der aber trotzdem Abgeordneter war vom Reichstag. Er hatte einen Onkel, der war auch schon Generalrat, also auch gewählt. Und sein Vater war nicht nur Oberbürgermeister von dieser großen Gemeinde, die man Handschuheim nennt, 300 Einwohner. Er war also der Oberbürgermeister von dieser Gemeinde und war später nach dem Krieg, war er Senator, also Mitglied der zweiten Kammer, französischen Kammer, dem Senat. Was merkwürdig ist, er war eine Zeit Oberbürgermeister und sein Sohn Daniel Löffel hat ihm gefolgt als Oberbürgermeister. Er war Senator und sein Sohn Daniel Löffel hat ihm gefolgt als Senator. Und merkwürdigerweise, heutzutage ist er nicht mehr Daniel, Oberbürgermeister von Nanschuheim. Es ist seine Tochter, die jetzt seine Nachfolge gemacht hat. Also sehen Sie, da kann man eine Tradition finden von Vater, Großvater, Vater und Sohn oder Tochter, die sich verwirklicht und im Zeichen des politischen Lebens in der Gegend, in der Region, im großen Sinne des Wortes, in der Region sich durcharbeitet. In seinen verschiedenen Amten hat Daniel, ich nenne ihn Daniel, sie ist sein Freund, das brauche ja nicht zu spielen, wir duzen uns seit fast 50 Jahren, ja, au, oh, Mensch, aber trotzdem, naja. Alles, was er getan hat, war immer geprägt von meinen europäischen Gedanken. So war er Mitglied vom Europarat als französischer Senator. Da war er Mitglied der französischen Fraktion im Europarat. Er hatte dazu beigetragen, dass die Association Franco-Allemande von den Parlamentariern in Frankreich aus sich gegründet hat und entwickelt hat und hat auch dazu beigetragen, dass auf deutscher Seite eine ähnliche Association, ein ähnlicher Verbund ins Leben gerufen wird. Mitglied des Europarates hat er auch eine Studie geschrieben, und das, wir können träumen zwei Monate vor den europäischen Wahlen. Er hat eine Studie geschrieben über die Möglichkeit, eine zweite europäische Kammer zu gründen, die für alle europäischen Länder
so ein europäischer Bundesrat hätte sein können. Leider war sein Vorschlag nie Wirklichkeit geworden. Er hat also spontan auch Beziehungen gesucht mit den Leuten. Er hat nämlich immer gesagt, was wichtig ist für mich, sind die Leute, nicht die Strukturen. Man kann Strukturen aufbauen, wenn die Leute nicht mitmachen, fallen die Strukturen zusammen. Und das ist auch ein Zeichen von der Humanität, die Daniel Löffel immer ausgeprägt hat und verteidigt hat. Er war neben diesen einigen Funktionen auf europäischem Gebiet, die ich bis jetzt geschildert habe, war er nicht weniger als dreimal Minister. Einmal Staatssekretär und zweimal Minister. Und in dieser Funktion, in einer von dieser Funktionen, hat er einen ganz wichtigen Stein zu der grenzüberschreitenden Arbeit hier am Oberrhein gestellt. Ja. Er hat nämlich das berühmte Karlsruher Abkommen ausgearbeitet und unterzeichnet, in Karlsruhe natürlich, 1996. Und dieses Abkommen gibt die Möglichkeit an unseren Kommunen, an die Gemeinden, an die Regionen über den Rhein zusammenzuarbeiten. Und nicht nur hat es auf deutsch-französischer Ebene ausgearbeitet, es hat auch die Schweiz dazu geholt. Und das ist, so will viel heißen. Die neutrale Schweiz hat sich nun endlich entschlossen, in den Oberrhein aktiv zu werden. Er hat auch mitgeholfen, der Oberrheinrat zu gründen und war lange, lange Zeit Präsident der Kommission Landwirtschaft und Raumordnung und Umweltschutz im Rahmen des Oberrheinrates und auch im Rahmen der Metropol Oberrhein. Bis unlängst war er noch dort. Also er ist politisch, intellektuell, kulturell sehr stark auf die Zusammenarbeit in beiden Teilen des Rheins. Diese Zusammenarbeit ist für ihn extrem wichtig. Natürlich habe ich nicht ausführlich alles gesagt, was er gemacht hat. Er würde es ja vielleicht noch etwas davon sagen, nachher in der Antwort. Er war auf jeden Fall nicht nur ein erstklassiger Europäer, er war ein erstklassiger Elsässer. Er war natürlich ein sehr erstklassiger Minister von der République française, wie du es so gut gesagt hast. Und er war auch, wie ein jüdischer Freund mal gesagt hat, er war ein Mensch. Und ich glaube, der Begriff von Mensch will schon sagen, was es heißt. Das heißt, die volle von seiner Ouvertüre auf die anderen und sein Mitarbeiten zusammen mit den anderen. Natürlich hätte ich noch viel sagen sollen über ihn. Er war Generalsekretär des Arbeitsverbandes des Arbeitgebers in Straßburg eine lange Zeit. Er war Generalrat eine lange Zeit, Präsident des Generalrates von Bas-Rhin, vom Departement von Bas-Rhin. Er war eine lange Zeit Präsident also des, was man nennt, den Conseil Général. Er war sogar Präsident der Association des Maires, das heißt der Bund der verschiedenen Bürgermeistern, französischen Bürgermeistern. Also er hat eine sehr reichliche Karriere. Ich würde nicht sagen hinter sich, nämlich er hat noch viel vor sich und vor uns. Diese Laudatio, hoffe ich, war nicht zu lang. Sie war nicht lang genug, um alles zu schildern, was Daniel gemacht hat, gesagt hat. Und natürlich könnte ich nicht hier ausführlich sein. Und ich möchte nur einen Satz von diesem Buch als Schlussfolgerung zitieren. Und der Satz ist dieser. Ich glaube nicht, ich übersetze es natürlich von Französisch auf Deutsch, und es ist etwas schwierig, wie Sie es sehen, schwierig sich auszudrücken in der deutschen Sprache. Es wäre leichter gewesen auf Französisch, aber ich wollte auf Deutsch hier sprechen. Ich glaube nicht, dass die Bilanz
eines Lebens. In Schlagzeilen, in den Zeitungen, dass sie also in den Schlagzeilen, in den kann sein, wie sagt man wieder, auch, ich suche ein Wort, Daniel, juge, beurteilen, ja genau, wenn sie mal hat auf. Also, ich glaube nicht, dass die Bilanz eines Lebens in Schlagzeilen, in den Zeitungen beurteilt sein kann. Ich war noch immer bescheiden und will es auch bleiben. Um zu leben, habe ich immer weiter gearbeitet mit den Werten, die mir meine Familie, meine Meistern mit auf den Weg gegeben haben. Das heißt Gerechtigkeit, haben davon gesprochen, Respekt vom anderen, Arbeit und eine sehr stark geprägte Ethik. Das ist kurz gesehen, Daniel Höffel, alles natürlich etwas mehr als in drei Punkten und in einigen mehr. Vielen Dank. Cher Alain, ich glaube, du hast jetzt in dieser einen Rede, hast du das wieder gut gemacht, was du in den letzten 30 Jahren über Daniel Höffel geschrieben hast. Mesdames et Messieurs, die Schüler Konstantin Griechbaum und Alisa Melcher übergeben nun die Auszeichnung der Goldenen Cœur de l'Europe an Monsieur Daniel Höffel. Monsieur Höffel, noch kurz die Nase putzen. Vielleicht dreht ihr euch gerade mal zu den Fotografen noch mal hin. Monsieur Höffel, le photographe attend un grand motif. Ist gerade der Pin runtergefallen? Oder? Encore une fois. Monsieur Höffel, Sie haben das Wort, Daniel. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte mich vor allem und von Herzen bedanken für diese Ehrung und dies ganz besonders bei Herrn Frank Marnbach und bei Christian Fritsch, Initiatoren und Organisatoren des Pierre Pflimlin Symposiums. Eine solche Ehrung zu erhalten ist riskant, denn es wird dabei vor allem nur von der positiven Seite eines Engagements gesprochen. Sollte man nicht eher und auch das erwähnen, was man im Leben versäumt hat und nicht durchsetzen konnte?
bleiben wir jedoch auf jeden Fall der Europalinie von Pierre Pflimlin treu, der Linie, die er als Staatsmann bahnbrechend eingeschlagen hat. Je remercie bien entendu Alain Rovillers pour sa présentation et je me pose la question de savoir quel Alain Rovillers s'est exprimé ce soir. Est-ce l'ami de longue date qui m'a suivi depuis des décennies à travers les fluctuations de la conjoncture politique régionale et nationale, et dont le propos est trop bienveillant. C'est un reproche que je lui ferai. Ou est-ce Alain Rovillers, le journaliste et responsable de presse, lucide qu'il a été et qu'il reste, ou est-ce l'observateur perspicace des faits et des hommes politiques, ou est-ce le fin connaisseur de la relation franco-allemande et de ses protagonistes. Quoi qu'il en soit, cher Alain, je te remercie néanmoins chaleureusement d'avoir pris le risque de cette laudatio, risque que tu évoquais tout à l'heure. Et je t'exprime en ce moment toute ma profonde reconnaissance en t'assurant de notre profonde amitié. Ma gratitude va enfin vers les deux représentants de la jeune génération, diese Überreichung symbolisiert unseren Wunsch, dass durch diese neue Generation die Jugend von heute Hoffnungsträger des Europa von morgen bleiben wird. Und nun einige zusätzliche Bemerkungen. Es ist vielleicht im Jahr 2014 für einen Erzbischof, den ich begrüße, für eine Historikerin oder für einen Vertreter der Gesellschaft von der Fraternität, von der Brüderlichkeit zu sprechen, als für einen Vertreter der Politik, sei er außer Dienst. Etwa 30 Jahre eigener Erfahrung auf verschiedenen Ebenen der Volksvertretung, die eben Alain Rovillers lang erwähnt hat, und ein Rückblick auf andere Generationen der eigenen Familie, die im öffentlichen Leben tätig waren, führen mich zu dieser nüchternen, aber realistischen Feststellung. Dies soll und darf uns nicht dazu führen, zur Abwendung
von der Politik, sondern soll uns stärken, mitzuhelfen, die Fraternität und andere Werte, an die wir glauben, in die Tat umzusetzen. 100 Jahre nach Beginn des Ersten Weltkriegs und fast 70 Jahre nach Ende des Zweiten muss daran erinnert werden, zwischen Vogesen und Schwarzwald noch mehr als anderswo, die unter der Grenzlandtragödie so schwer gelitten hat. Ich möchte mich vor allem bedanken bei Christian Fritsch und Frank Marrenbach für ihre Initiative, dieses siebte Pierre-Pflimlin-Symposium diesem Thema zu widmen und mich in die Veranstaltung einzuschließen. An meinen Dank möchte ich noch kurz drei Betrachtungen, Zufall, anschließen aus der Sicht eines Vertreters einer Generation des Oberrheins, die zu jung war, um das tragische Los der Zwangseingezogenen zu erleben, aber die trotzdem alt genug war und aus dem Kriegsgeschehen heraus jeden Zweifel an der Notwendigkeit Europas aus dem Wege räumt. Diese Betrachtungen ziehe ich auch aus der Erfahrung als Minister, als es darum ging, in unendlichen Verhandlungen in Brüssel die Strukturfonds in der Raumordnungspolitik zwischen Staaten zu verteilen oder in der Fischereipolitik, wurde ich auch hineingezogen, bei den oft nächtlichen Ringen, die Fischkontingente mit dem Kabeljauch als Maßstab unter den Partnern zu verteilen. Immer ging es darum, die Forderungen jedes Staates mit den Belangen Europas zu vereinbaren, und dies ist eine Kunst. Meine Erfahrung sehe ich endlich und vielleicht vor allem, auch das wurde erwähnt, aus meiner 40-jährigen überzeugten Mitwirkung in der oberrheinischen Kooperation unsere kleine Außenpolitik, wie sie in Freiburg genannt wird und die Gott sei Dank unumkehrbar geworden ist. Meine erste Betrachtung in Hinsicht auf Europa betrifft den Rahmen, in dem sich die Europäische Union entfaltet. Europa braucht natürlich eine Verfassung, Verträge, Strukturen, Weißbücher, Willenserklärungen. Gremien aller Art sind derart zahlreich, dass es heute schwierig geworden ist, für einen europäischen Bürger zu wissen, wer für was zuständig ist, und für einen nicht-europäischen Gesprächspartner zu erforschen,
wer im Namen von was und von wem spricht und handelt. Und die Ohnmacht Europas in der ukrainischen Frage, um nur ein Beispiel zu erwähnen, ist zum Teil vielleicht diesem Zustand der zu vielen Gremien zu verdanken. Die Institutionen Europas sollen Europa wieder Sinn und Inhalt geben, Mittel und Weg sein und sich nicht zu oft als Verkörperung und Endziel betrachten. Sie müssen vereinfacht werden und was für Europa gültig ist, ist es auch an unserem Oberrhein. Europa muss, und das ist meine zweite Betrachtung, eine Willensgemeinschaft bleiben oder wieder werden. Sein Kern soll natürlich die Kooperation und die Freundschaft zwischen Frankreich und Deutschland bleiben, im Sinne von Pierre Pflimlin, von Robert Schuman, von Konrad Adenauer. Drei Rheinländer, deren Geist über uns schwebt und weiterhin schweben soll. Der deutsch-französische Pfeiler muss auf Granit und nicht auf Sandstein stehen. Er muss Europa symbolisieren, aber im Sinne der Triebfeder, die für ganz Europa gültig ist. Wenn im Monat Mai die Europawahl auf die Völker Europas anspornend wirken soll, dann müssen sie den klaren Eindruck erwecken, dass die Botschaften von Straßburg, von Brüssel und anderswo die einer Willensgemeinschaft Europas entsprechen. Europa braucht, es ist meine dritte und letzte Betrachtung, ein Ideal, einen Geist, einen Humanismus. Die europäischen Staatsmänner der Nachkriegszeit empfanden dies als selbstverständlich. Für sie war ein vereinigtes Europa ohne diese Werte unvorstellbar. Aber für zu viele europäische Verantwortliche, die im Jahr 2004 die neue Verfassung im Konvent in Brüssel erarbeitet haben, war jedoch eine klare Referenz an unsere Werte eine Gewissensfrage. Und vorsichtig wurde in einem Satz das kulturelle, religiöse und humanistische Erbe im Präambel der Verfassung fast nebensächlich erwähnt. Dies trägt vielleicht auch dazu bei, dass die Anziehungskraft Europas von heute stark abgeschwächt ist. In diesem Rahmen soll man jede Initiative begrüßen, die dazu beiträgt, sich dieser Resignation, dieser Abdankung entgegensetzt. Als Beispiel möchte ich die Initiative
von Professor Pierre Carli begrüßen, unserem Festredner des Pflimmler-Symposiums von 2012. Ein Mann, der persönlich die Grenzland-Tragödie des Elsass miterlebt hat. Wir haben es ihm zu verdanken, die Initiative ergriffen zu haben, ein oberrheinisches, humanistisches Forum zu gründen. Es soll an Sinn und Geist Europas erinnern. Und dies aus dem Oberrhein heraus ausstrahlend wirken zu lassen. Pierre Carli geht davon aus, dass der Zerfall menschlicher Werte und des gesellschaftlichen Zusammenhalts Einhalt geboten werden muss und dass es darum geht, das Vermächtnis der großen rheinischen Humanisten wieder zu beleben. Wenn wir wollen, dass Europa nicht nur eine wirtschaftliche, finanzielle und monetarische, aber seelenlose Union sein soll. In der Vergangenheit war der rheinische Raum und auch besonders der Oberrhein, trotz der Stürme der Geschichte, ausstrahlend für den Humanismus auf der Welt, kann und soll er es wieder werden. Pierre Carli ist dessen überzeugt und wir mit ihm. Für ihn, für uns wäre also das Leitwort des diesjährigen Pierre Pflimmler Symposiums kein verlorenes Ideal, sondern ein wieder zu belebendes, den heutigen Notwendigkeit entsprechendes Ideal. Auf diese Art und Weise kann Europa einen Neuanfang erleben. Und bei den Bürgern, die so oft vergessen sind, ein neues Vertrauen erwecken und im Monat Mai der Europawahl einen neuen, notwendigen Schwung geben. Möge dieser Abend in Baden-Baden uns neuen Mut geben, mit Überzeugung an Europa zu glauben und an seiner Festigung mitzuwirken. Mesdames et Messieurs, meine Damen und Herren, zu Ehren von Daniel Höffel, dem Preisträger der Goldenen Cœur de l'Europe, hören wir nun die 9. Sinfonie von Ludwig van Beethoven, die sowohl vom Europarat 1972 als auch von der EG 1986 in Instrumentalform als unsere Europahymne beschlossen wurde. Europahymne wieder ab. Thank you.
Mr. Daniel Höffel. Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen, bevor wir mit Dr. Andrea Hoffens, die erste Referentin, erleben, eine Geschichte erzählen. Im späten Herbst 1999 war es, glaube ich, da besuchte ich Bjerb Flimlin das letzte Mal in seiner Wohnung in Straßburg. 8, 9 Monate später starb er. Wir hatten uns getroffen, um ein Interview zu führen, aus dem später ein Buch werden sollte. Nach dem Interview sprachen wir noch über dieses und jenes. Und dann erzählte mir eine merkwürdige, eine erstaunliche Geschichte. Im Jahr 1937 habe er einen Auftrag einer französischen Regierungsstelle erhalten, sich gemeinsam mit einem Begleiter, dessen Name Henri Laufenburger war, in Deutschland für 2 Monate umzuschauen. Diese Reise in jenen düsteren deutschen Zeiten folgte eine Dokumentation, die ein Pariser Verlag ein Jahr später, also 1938, veröffentlicht habe, erzählte er mir. Bei seiner Mission im Deutschen Reich war Pierre Flimlin damals 29 Jahre alt und hatte gerade seinen Doktor in der Juristerei gemacht. Seit dem Krieg habe er diese Publikation nicht mehr gesehen und er würde sie noch mal gerne lesen, erzählte mir damals im Herbst 1999. Aber er habe sich vergeblich bemüht, ein Exemplar irgendwo aufzutreiben. Und dann schrieb er mir auf einen kleinen Zettel den Namen der Autoren Laufenburger und Flimlin und den Namen des Pariser Verlages und bat mich, dass ich nach dieser Publikation forschen solle. Es ist mir dann in den verbleibenden Monaten bis zu seinem Tod aber leider nicht gelungen, den Wunsch von Pierre Flimlin zu erfüllen. Es sollte ganze 15 Jahre dauern, bis jetzt ins Jahr 2014, bis ich dank der modernen digitalen Suchsysteme in einem Pariser Antiquariat diese Publikation Anfang dieses Jahres finden konnte. Viel zu spät, als dass Pierre Flimlin sie nochmal in Händen halten konnte. Ich habe vor einigen Wochen mich mit Dr. Alfred Hoffmann, dem Verlagschef des Nomos Verlages, getroffen, um mich über eine deutsch-französische Veröffentlichung zu befassen. Vielleicht, meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, gibt es dann zum 8. Pierre Flimlin Symposium eine spannende Lektüre. Es gibt noch einiges zu klären, rechtliche Fragen, und vielleicht kann uns das Cercle de Pierre Flimlin und Monsieur von Wogau und auch sein Präsident Joseph Daul, der sich heute zusammen mit François Bonachel entschuldigen lässt, er hat in Brüssel viel zu tun, vielleicht helfen Sie uns, dass wir gemeinsam das bisher verschollene Werk von Pierre Flimlin wieder aufleben lassen. Auf unsere Referentin Dr. Andrea Hoffend möchte ich Sie nun mit 2 Umfragen einstimmen. Max Schlett hat sich zum Begriff Brüderlichkeit in Baden-Baden auf den Straßen umgehört. Was halten Sie vom Begriff Brüderlichkeit? Viel. Solidarität, Nächstenliebe ist sehr gut. Brüderlichkeit ist ein sehr weitlaufender Begriff. Natürlich ist in einer solchen Situation niemand wirklich, jeder mit jedem verwandt, aber ein gemeinsames Ziel oder eine gemeinsame Freiheit kann natürlich zu sowas führen wie Brüderlichkeit. Ja, ist okay. Oh Gott, ich bin Schweizerin. Ich habe eine spezielle andere Meinung dazu, die man hier, glaube ich, nicht so versteht. Aber ich möchte jetzt eigentlich weitergehen. Dankeschön. Ja, es gibt auch Schwesterlichkeit. Sehr viel. Ja, ist was Tolles, ja. Ja, ist ganz wichtig in heutiger Zeit, um einfach fürs mitmenschliche Zusammenleben. Brüderlichkeit ist gut, wenn es richtig angewandt wird.
Ja, gibt es leider zu wenig, aber ist eine gute Sache. Ach, das war ein Ideal, wenn das angestrebt werden sollte. Viel. Gut, wunderbar. Viel. Ja, viel. Wichtig. Wichtig, wichtig. Aber inwiefern das heute noch gelebt wird, das ist, denke ich, auch mal von Stadt zu Stadt, von Land zu Land unterschiedlich. Ah, okay. Well, I like it, but I wish to see it. So ist ein sehr hohes Gut, aber heutzutage scheint es immer weniger Bedeutung zu haben. Klingt fast altmodisch, Brüderlichkeit, finde ich. Ja, meine Damen und Herren, und wir haben uns auch umgehört bei den Teilnehmern dieses 7. Bjerg-Flimmler-Symposiums und haben einige Statements aufgezeichnet. Dazu bitte das Video ab. Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Die Freiheit können wir notfalls politisch verfügen, aber die Brüderlichkeit ist der große menschliche Aspekt, der ethische Aspekt, den wir verfolgen müssen. Und ohne die Brüderlichkeit gibt es auch keine Gleichheit. Theodor Heuss hat es auf den Punkt gebracht, indem er gesagt hat, den Menschen zu dienen, gleich woher er komme und wer er sei. Und wir sind auf dem Wege dorthin, aber die Entwicklung ist noch nicht zu Ende. Wir reden über Werte. Und Werte, das ist immer die Frage, wo sie entstehen. Ich denke, sie entstehen in uns. Und das sagt ja auch Kant schon. Er sagt nämlich, wir tragen das moralische Gesetz in uns und den bestirnten Himmel über uns. Und wenn das so ist, wenn wirklich alle Menschen diese moralischen Gesetze in sich haben, dann kann man ein Weltethos zugrunde legen und dafür auch einen Leitsatz finden. Hans Küng hat ihn gefunden und verbreitet. Er lautet ganz einfach, was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Das klingt profan, aber es steckt eine Menge drin. Versuchen Sie es mal damit. Ebenso wie im Text der Deutschen findet sich in der europäischen Hymne die Brüderlichkeit als wichtiger Bestandteil. Für mich ist Brüderlichkeit auch etwas mit Solidarität zu tun, mit Toleranz. Und keiner von uns will zurück in eine Ellbogengesellschaft, auch nicht in eine europäische Ellbogengesellschaft. Und da gilt es, am 25. Mai zu verhindern, dass Rechtspopulisten uns auseinander dividieren. Ich habe einige Fahrradtouren mit Jugendlichen gemacht, nach Paris, nach Moncalieri bei Turin, nach Wien oder auch nach Krakau. Und wir hatten auf diesen Touren viele Pannen. Wir haben immer in allen Ländern Menschen gefunden, die uns geholfen haben, dass die Fahrräder und wir selber wieder fit geworden sind. Bei allen Kontroversen, die es geben mag, um das Thema Fraternität, um das Thema gemeinsam unterwegs sein, darf man nie den Blick verlieren auf diejenigen, die Verbündete sind in der Menschlichkeit, die mit einem unterwegs sind und die eben an einer Welt der Brüderlichkeit, der Fraternität mitbauen. Ja, vielen Dank für den kleinen Hinweis an die Technik. Vielleicht kann man jetzt, wenn die Andrea Hoffend ihren Vortrag hält, mal nach der Birne schauen, denn die hat, glaube ich, Ermüdungserscheinungen bei diesem Thema Fraternität. Von der Fraternität zur Solidarität. Andrea Hoffend, wir sind gespannt auf deinen Vortrag. Ja, meine Herren, meine Damen, Sie alle kennen diese Psychotests, bei denen man in einer Reihe von Begriffen denjenigen herausfinden muss, der von den anderen mehr oder weniger stark abweicht. So nach der Art Tisch, Bett, Stuhl, Fahrradkette, was passt nicht zum Rest. Wenn wir unter diesem Aspekt die Wertetrias betrachten, die seit der Französischen Revolution nicht nur in unserem Nachbarland, sondern bald auch weltweit in aller Munde war und in Frankreich immerhin Verfassungsrang genießt, dann gibt es da ebenfalls einen kleinen Ausreißer. Liberté und Egalité, wir haben das jetzt eben auch schon in den Interviewtexten zum Teil angesprochen gehört, da geht es ganz klar um gesetzlich zu verbriefende Rechte, um bürgerliche Freiheitsrechte einerseits und um eine Gleichheit andererseits, von der freilich noch zu klären wäre, inwieweit sie nur die Gleichheit vor dem Gesetz und inwieweit sie die Gleichheit der realen Lebenschancen meint. Das können wir dann vielleicht beim nächsten Bjerg-Flimmler-Symposium tun, denn da wird es ja just um diesen Begriff der Egalität gehen.
Etwas anders sieht es mit dem Begriff der Fraternität oder geschlechtsneutral formuliert, was leider nur im Deutschen geht, der Geschwisterlichkeit aus. Geschwisterlichkeit, so will es scheinen, kann man nur begrenzt staatlich oktroyieren. Weil stärker als die beiden anderen Begriffe ist sie, wie es einer der Teilnehmer im Vorfeld der heutigen Veranstaltung formuliert hat, ich zitiere, niemals nur abstrakt, sondern, ich zitiere wieder, trägt ein menschliches Antlitz, muss sich im täglichen Umgang erweisen und bewähren. Aber wir haben ja eben auch sehr skeptische Kommentare gehört in den Filmen. Also nach dem Motto, ja schön und wichtig, aber wo ist sie? Lassen Sie uns nun schlaglichtartig Revue passieren, wie der Begriff in den beiden letzten Jahrhunderten im laizistisch-politischen Kontext interpretiert und weiterentwickelt wurde. Den religiösen Kontext überlasse ich den Spezialisten. Bettler werden Fürstenbrüder, hat der Dichter Friedrich Schiller schon 1885 in seiner Ode an die Freude postuliert, deren Vertonung wir ja gerade gehört haben. Und damit hat er bereits einen ganz zentralen Aspekt der Brüderlichkeit, Geschwisterlichkeit aufgezeigt, nämlich den des Einstehens füreinander, unabhängig von der Frage nach gemeinsamer Klasse, Nationalität, Religion oder was auch immer. Die heute gerne geträllerte Zeile »Alle Menschen werden Brüder« fügt Schiller erst kurz vor seinem Tod, also nach der von ihm so frenetisch bejubelten französischen Revolution, in die Ode ein. Sie ist rein linguistisch betrachtet skurril, »Alle Menschen werden Brüder«, hat dabei aber allerdings einen bitterwahren Kern, denn die Revolution hat nur den Männern Menschen- und Bürgerrechte erbracht oder sie für sie gemeint. Wir müssen uns an dieser Stelle daran erinnern, was mit der Frauenrechtlerin Olympe de Gouges geschieht, als sie der Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, eine Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, an die Seite stellen will, weil sie in dem süßen Wahn lebt, die Menschenrechte seien unteilbar. 1793 landet sie auf dem Schafott. Es soll mehr als ein halbes Jahrhundert vergehen, bis die ersten Frauen es wieder wagen, zaghaft daran zu erinnern, dass Frauenrechte auch Menschenrechte sind. Und mit an vorderster Stelle in diesem Prozess finden wir mit Amalie Struve eine Badnerin. Womit wir gleich beim nächsten Thema wären, nämlich der badisch-pfälzischen Revolution, die die erste Republik auf deutschem Boden hervorbringt, wenn auch nur für 2 Monate. Als sich zu Jahresbeginn 1848 in Frankreich nach Jahrzehnten wieder demokratisches Freiheitsstreben Platz zu schaffen beginnt, finden diese Entwicklungen just hier im Badischen den ersten Widerhall im deutschen Gebiet. Und das nicht von ungefähr. Schon in den Jahren zuvor haben Friedrich Hecker und Gustav Struve, Amalies Mann, in ganz Baden eifrig Menschen aus allen Bevölkerungsschichten für die demokratische Sache gewonnen. Das klassenübergreifende Füreinanderstehen, es ist ein konstitutives Wesensmerkmal des Prozesses, den Hecker, Struve und ihre Mitstreiter gehen. Das Prinzip der Egalität, der Gleichheit, begreifen sie unmissverständlich auch als eine Gleichheit der Lebenschancen übrigens. Siehe ihr Offenburger Programm von 1847, das nichts weniger als die Forderung nach der Abschaffung aller Vorrechte enthält, ein schon damals nun wirklich wahrhaft revolutionäres Programm. Die kollektive Erfahrung des gemeinsamen Kampfs von Bürgern und Arbeitern gegen die herandrängenden preußischen und württembergischen Truppen ist ein Beispiel gelebten Zusammenhalts, der sich ins badische Kollektivbewusstsein tief eingraben wird, wenn auch nicht so tief wie der Preußen- und Württemberger Hass. Aber immerhin wird er die badische Politik sehr stark in den folgenden Jahrzehnten prägen. 1848 ist zugleich die erste deutschlandweite Arbeiterassoziation entstanden, die Arbeiterverbrüderung, die also den Begriff der Fraternität sogar im Namen trägt. Bezeichnend ist das Motto, dass dieser erste gewerkschaftsähnliche Zusammenschluss sich gibt. Einer für alle, alle für einen. Das Logo, wie man das heute bezeichnen würde, das die Arbeiterverbrüderung sich gibt, zeigt 2 ineinander verschränkte Hände.
Auch der Arbeiterverbrüderung ist nur ein kurzes Leben beschieden. Im Zuge der Restauration geht es ihr an den Kragen. Erst in den 1860er Jahren werden in den deutschen Ländern wieder erste Gewerkschaften und gleich zwei Arbeiterparteien entstehen. Die Industrialisierung hat nun auch in Frankreich und Deutschland die soziale Frage mit Macht auf die Agenda gesetzt. Wie in Großbritannien und anderswo ringen auch hier nun die Vertreter der rapide wachsenden entrechteten und entwurzelten Industriearbeiterschaft, des Proletariats, wie man sagt, um politische und gesellschaftliche Teilhabe. Es lässt sich nicht mehr genau feststellen, wann und wo in diesem Zusammenhang, das ist einfach liegen, erstmals der Begriff der Solidarität gefunden wird. Sicher jedenfalls ist, dass diese Solidarität von Anfang an ein konstitutives Merkmal der Arbeiterbewegung ist und auch sein muss. Abgeleitet vom lateinischen Wort für Festigkeit und Zusammenhalt, beschreibt der Begriff just jene Eigenschaft, die nötig ist, um eben diese politische und gesellschaftliche Teilhabe Stück um Stück mit Schweiß und oft auch mit Blut gegen die Klassengesellschaft jener Zeit zu erkämpfen. Ein Nichts zu sein, tragt es nicht länger. So heißt es in der von Eugène Potier unter dem Eindruck der Niederschlagung der Kommune gedichteten Internationale, die zum weltweiten Kampflied jener Unterdrückten werden soll, die, ich zitiere, stets mal noch zum Hungern zwingt. Beides Formulierungen, die sehr pathetisch sind, aber bar jeder Polemik, wenn man sich die Wirklichkeit der damaligen Zeit anschaut. Die Wählerstimmen der männlichen Arbeiter sind, so sie überhaupt wählen dürfen, nur ein Bruchteil der Stimmen der männlichen reichen wert. Stichwort Zensuswahlrecht. Arbeitsschuss ist ein Fremdwort. Arbeitszeiten von 50, 60 Stunden, wohlgemerkt bei einer 6-Tage-Woche und ohne Ferien, an der Tagesordnung und die Löhne dennoch so gering, dass man auch die Kinder arbeiten schicken muss, um zu überleben. Bis hin zur Kinderarbeit sind es nun alles aufgezählte Themen, die anderswo in der Welt noch heute traurige Realität sind. Die Konfrontation mit den Fabrikherren kann damals freilich leicht den Arbeitsplatz und im Extremfall die Existenz kosten. Wer einmal auf einer der schwarzen Listen mit den Namen notorischer Agitatoren gelandet ist, kann nur noch hoffen, dass ihn das dichter und dichter werdende Selbsthilfenetz der Arbeiterbewegung auffangen wird. Dennoch gehen viele tausend Menschen das existenzielle Risiko ein und erkämpfen in zähen kleinen Schritten bessere Arbeitsbedingungen in den Fabriken. Der Strike, wie die Arbeitsniederlegung damals noch auf Englisch auch ausgesprochen wird, oder doch zumindest die Androhung desselben, ist ein zentrales Kampfmittel. Solidarität und eiserne Disziplin sind unumgängliche Voraussetzungen für den Erfolg. Solidarität prägt aber auch zur selben Zeit die von liberaler Seite in jenen Jahren initiierten Genossenschaften und Kassen, die reichlich entstehen. Genossenschaften und Kassen, gleichermaßen aber auch im Bereich der Arbeiterbewegung, in zahlreichen Vorfeldorganisationen will man das Fehlen sozialer Absicherung auf dem Weg der Selbsthilfe gemäß dem Solidarprinzip ansatzweise ausgleichen. Von Kranken-, Unfall- und Sterbekassen, die den Familien der Verletzten und Toten wenigstens das Überleben sichern, bis hin zu Rettungsorganisationen, deren Freiwillige, die in den Maschinen abgerissenen Gliedmaßen wieder anzuflicken suchen, so könnte man polemisch sagen, für deren Verlust sich die Fabrikherren damals in der Regel nicht zuständig fühlen. Übrigens auch auf diesem Feld ist Baden ein Vorreiter. Der badische Staat führt schon früh eine Fabrikinspektion ein, um diesen Zuständen entgegenzuwirken. Auch in der unüberschaubaren Zahl an Gesangs- und Sportvereinen wird Solidarität großgeschrieben. Einerseits wird den bürgerlichen Konkurrenzvereinen nachgeeifert, andererseits will man ihnen auch ein Gegenmodell entgegensetzen, einen solidaritätsbasierten gesellschaftlichen Gegenentwurf. Also in den Arbeitersportvereinen wird dann gerne Formationstouren gemacht, einer steht auf der Schulter des anderen etc. Es ist der Arbeiterbewegung freilich nie nur um Solidarität im nationalen Rahmen zu tun. Schon das Kommunistische Manifest, wir wissen es, gipfelt in der Aufforderung, Proletarier aller Länder, vereinigt euch.
Und in der Tat, Solidarität der Arbeiterklasse, das meint doch in der Folgezeit stets die internationale Dimension konstitutiv mit. 1864 wird die Internationale Arbeiterassoziation gegründet, die in ihr zusammengeschlossenen Arbeitervereinigungen wissen, dass damals in der Blütezeit des Nationalismus sie dieses Ziel nicht im nationalen Rahmen erreichen können, sondern nur, wenn sie zusammenstehen. Die Begehung des 1. Mai als eines weltweiten Tags der Arbeit, wie ihn die zweite Internationale bei ihrer Gründung im Jahr 1889, also genau ein Jahrhundert nach der Französischen Revolution, beschließt, soll sichtbares Zeichen dieser internationalen Solidarität sein. Der 8-Stunden-Tag ist das Nahziel, eine solidarische Welt- und Gesellschaftsordnung das Feldziel. Alles bloße Revolutionsromantik? Immerhin, die Arbeiterparteien gehören zu den ganz wenigen, die gegen das koloniale Schlachten anreden und anschreiben, so in Deutschland etwa gegen die blutige Niederwerfung des Herero-Aufstands. Der 100. Jahrestag der Entfesselung des Ersten Weltkriegs steht vor der Tür, das haben wir vorhin ja schon gehört, und da fällt mir unweigerlich sofort die Zustimmung der SPD zu den Kriegskrediten 1914 ein und wirft damit die Frage auf, wie weit denn die internationale Solidarität, die gerade in diesem Milieu immer so beschworen wurde, im Zweifelsfall getragen hat. Diese Kriegsmittelbewilligung, die Partei war übrigens die einzige, die sich danach immer und wieder damit beschäftigt hat und sie aufgearbeitet hat, die war wahrlich kein Akt internationaler Solidarität. Jetzt lassen wir es bitte liegen. Und sie stand im diametralen Gegensatz zur Parteiprogrammatik wie zur Parteipolitik. Sie ist deshalb bis heute im linken politischen Spektrum ein Aufregerthema, sowohl parteiintern als auch extern. Solidarität, Moment, der Schwenk der SPD und auch weiter Teile des Linksliberalismus im Sommer 1914 kommt sehr unvermittelt und ich möchte kurz schildern, wie die Vorgeschichte war. Wir haben hier keinen Text, Moment. Wir haben Hermann Müller unter anderem, der letzte ist, der überhaupt nach noch den französischen, den Zusammenschluss mit Frankreich sucht. Wir haben vorab auch hier wieder Badener, die sehr stark versucht haben, sich eben gegen den Krieg zu sperren, mit Ludwig Haas und mit Ludwig Frank, zwei Reichstagsabgeordnete hier aus der Region, die in vorderster Reihe dabei waren, 1913/14, als sich dieser Krieg bereits abzeichnet, Parlamentariertreffen zu organisieren, um eben in Frankreich und Deutschland gegen den Krieg einzustehen. Sie haben gleichzeitig auch auf der Straße mit vielen, vielen anderen Menschen demonstriert für den Friedenserhalt, leider vergeblich. Und ich habe es gerade erwähnt, wir haben dann auch noch Hermann Müller, den ich nicht genug erwähnen möchte, weil er eine Schlüsselfigur der deutschen Politik jener Jahre ist, aber leider sehr, sehr unbekannt. Ein Mitglied damals des SPD-Reichsvorstands und er wird der Letzte sein, der 1914 Anfang August, am 1. August, nach Frankreich reist, um nochmal den Schulterschluss zu suchen. Er kommt nach Paris, zu dem Zeitpunkt ist gerade Jean Jaurès ermordet worden und er muss unverrichteter Dinge wieder aus Frankreich abreisen. Und ja, die Zeichen stehen auf Krieg. Der Schwenk der SPD im Sommer 1914 kommt unvermittelt, wie gesagt, bis auf wenige stramme Nationalisten, die es auch in den Reihen dieser Partei gibt, hat man bis dahin eine klare Linie der politischen Verständigung verfolgt. Man hat aber nun eben verschiedene Gründe, es gibt verschiedene Motive, nun doch anders einzuschwenken. Einige, weil sie dem patriotischen Kriegstaumel der Bevölkerungsmehrheit erliegen. Andere, weil sie auf diese Weise dem Schimpf der vaterlandslosen Gesellen abstreifen zu können glauben. Andere, weil sie meinen, es geht gegen das zaristische Russland. Wieder andere, die hoffen, im Krieg innenpolitische Reformen durchsetzen zu können.
Es ist dies der Anfang der Spaltung der deutschen Arbeiterbewegung in einen demokratischen und einen nichtdemokratischen Teil mit allen fatalen Folgen. Was Müller betrifft, so ist er nicht nur der letzte Friedensemissär vor dem Krieg, sondern wird auch derjenige sein, der zumindest formal einen Schlusspunkt unter diesen Krieg setzt, 5 Jahre später nämlich mit seiner Unterschrift unter den Friedensvertrag von Versailles. Der schwerste Gang meines Lebens, so gesteht er später im Rückblick, denn er weiß, dass er seine Partei und mit ihr die junge Weimarer Demokratie damit gerade in den Augen der einstigen Kriegstreiber und Kriegsbegeisterten diskreditiert. All sein späteres Wirken als Außenminister, als Oppositionsführer wie als demokratisch legitimierter Kanzler wird letztlich dem Ziel dienen, diesen Makel zu beheben. Wenn ich gehe, fällt die Republik, prophezeit er zu Jahresbeginn 1930, und er soll Recht behalten. Doch zurück zum Thema der Brüderlichkeit, der Schwesterlichkeit und Solidarität. Im nationalen Rahmen soll sie in der Weimarer Republik keine große Chance haben. Vergebens versuchen Müller und andere, die sozialen und politischen Errungenschaften der Jahre 1918-19 zu sichern und zu verteidigen. Einflussreichere Kräfte werden sie auf dem Altar der persönlichen Interessen opfern. Einer der wesentlichen Faktoren, die zur Destabilisierung und schließlich zum Ende der Republik beitragen. Zu den vielbeschworenen Lehren aus Weimar gehört unmittelbar nach dem Krieg parteiübergreifend die Erkenntnis, dass der innere wie der äußere Friede nur durch eine Überwindung des bisherigen Wirtschaftens gewonnen und bewahrt werden könne. Auch die CDU will in der unmittelbaren Nachkriegszeit, ich zitiere aus dem Ahlener Programm, an die Stelle des kapitalistischen Gewinn- und Machtstrebens eine gemeinwirtschaftliche Ordnung setzen. Begriffe wie Solidarität finden wir in diesem Text nicht, wohl aber dann 12 Jahre später im Godesberger Programm der SPD, dass die Wertetrias Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität propagiert, die wir bei dieser Partei noch heute finden und die natürlich direkt anknüpft an die Trias Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Wie sich Gleichheit und Gerechtigkeit zueinander verhalten, auch dies wäre ein Thema für eine andere Veranstaltung. Wir sind heute mit der Fraternität, mit der Brüderlichkeit, Geschwisterlichkeit, Solidarität befasst und müssen die Frage stellen, Fraternität 2014, was heißt das, was soll das bedeuten? Das Begriffsinterpretationsspektrum ist weit gespannt. Wenn wir auf 1. Mai-Demonstrationen gehen, sehen wir immer noch so kleine Grüppchen, die skandieren hoch die internationale Solidarität, marxistische Splittergrüppchen, die sich oft auf relativ demokratieferne Phänomene beziehen. Solidarität geht, das ist auf der anderen Seite momentan der Spruch, den das katholische Hilfswerk Miserio plakatiert und mit dem es für Spenden wirbt. Werfen wir abermals einen Blick ins Godesberger Programm, auch wenn es heute nicht mehr gültig ist. Es definiert Solidarität als, ich zitiere, die aus der gemeinsamen Verbundenheit folgende gegenseitige Verpflichtung. Das heißt, gegenseitige Verbundenheit, es geht in der Tat um menschliches Zusammenagieren, menschliches Zusammenleben und direkten menschlichen Kontakt. Es geht aber genauso um Verpflichtung, heißt es hier, um eine Verbindlichkeit. Wir haben eine Gesellschaft heute, in der kulturelle Milieus in dieser Form nicht mehr existieren, wie wir sie früher kannten. Und das ist, ich habe es in der Kürze hier der möglichen Versuch zu skizzieren, genau einerseits das Arbeiterbewegungsmilieu gewesen, auf der anderen Seite auch stark das katholische Milieu, Stichwort Kulturkampf, in dem es Formen gelebter Solidarität in besonderem Maße gab. Nun haben wir heute eine Situation, wo zwar sehr viele Menschen hunderte von Facebook-Freunden haben, aber oft niemanden, auf den sie sich im Zweifelsfall verlassen könnten oder meinen verlassen zu können, eben weil diese
sozialen Milieus zerfallen sind und wir eine sehr starke Vereinzelung erleben. Es wäre zu fragen, inwieweit das eine eklatante Gefährdung für unsere Demokratie darstellt. Was die institutionelle Solidarität betrifft, die verpflichtende, verbindliche, so wäre zu wünschen, dass sie im nationalen und auch im europäischen Rahmen Situationen hervorbringt, in denen Menschen nicht mehr beschämt werden, in denen sie ermutigt, ertüchtigt werden, am Leben, an allen Lebenschancen teilzunehmen, was auch ein entsprechendes Finanzsystem aus meiner Sicht ganz dringend natürlich mit auf die Agenda stellt. Und im internationalen Rahmen gilt es, Situationen zu schaffen, die die sozialen Verhältnisse, die ich vorhin für die Jahrhundertwende in Deutschland und in Europa geschildert habe, weltweit abschafft. Es ist die Frage zu stellen, wie wir das nun bewerkstelligen und ob wir das mit den uns derzeit zur Verfügung stehenden Mitteln können. Dankeschön. Vielen Dank, Andrea Hoffend. Man hat an deinem Beitrag gesehen, dass es ein großes Diskussionsspektrum ist, eine große Breite auch der Interpretation. Konfuzius hat ja mal gesagt, bevor man beginnt zu streiten, muss man die Begriffe klären. Und das ist im Beitrag von Andrea Hoffend auch klar geworden. Bevor ich das Wort an Monsieur Le Maire Roland Ries abgebe, noch eine kleine Video-Warm-up. Bei den Jugendlichen des Pädagogiums in Baden-Baden hat sich Nadja Milke umgehört, was die Schüler denn vom Begriff Brüderlichkeit halten. Ja, Brüderlichkeit ist ja nicht nur das Verständnis, sich gegenseitig zu helfen, sondern auch Wertschätzung gegenüber anderen und die Toleranz gegenüber anderen. Und meine persönliche Meinung ist, dass es heute auf jeden Fall gegeben ist. Die Staaten in der EU helfen sich gegenseitig, wie zum Beispiel Griechenland-Krise oder sonstiges. Und ein perfektes Beispiel ist dafür auch, dass die EU den Friedensnobelpreis bekommen hat für 16 Jahre Frieden. Deswegen bin ich davon überzeugt, dass Brüderlichkeit heute immer noch aktuell ist. Brüderlichkeit bedeutet für mich ein gewisser Respekt untereinander, Friede auch in gewisser Weise. Und ich finde, dass es eben jetzt heutzutage in der EU ja auch gegeben, basierend darauf auch als bestes Beispiel eben der Nobelpreis, den die EU eben gekriegt hat dafür. Die Eurozone, die Währung eben, ist auch eine gewisse Einheit und auch ein Grundstein für Frieden und daher ist Fraternität auch irgendwie Frieden für mich. Für mich ist der Begriff Brüderlichkeit noch aktuell und er ist auch in der heutigen Gesellschaft gegeben. Allein schon die EU zeigt die gegenseitige Unterstützung der Länder und der Nation. Gutes Beispiel dafür ist die Krim-Krise, die sehr aktuell ist, wo die Leute sich zusammensetzen und versuchen, einen gemeinsamen Weg zu finden oder einfach auch eine Lösung zu finden. Und das ist auch in der UNO und auch die NATO sind Beispiele dafür, dass Brüderlichkeit vorhanden ist, diese gegenseitige Unterstützung. Es ist das Zusammenleben der Nationen, der Staaten, der Europäer, die auf Brüderlichkeit basiert. Denn die Anerkennung, dass alle Menschen die gleiche Menschenwürde besitzen und jeder Mensch gleichwertig ist. Auch Brüderlichkeit haben wir in unserer Nationalhymne verankert. Denn es heißt, Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach lasst uns alle streben, brüderlich mit Herz und Hand. Dies könnte man natürlich auch auf Europa beziehen. Denn es heißt, brüderlich mit Herz und Hand. Brüderlichkeit bedeutet natürlich immer eine gewisse Rivalität, Meinungsverschiedenheiten und auch so ein Konkurrenzdasein. Aber nichtsdestotrotz geht es ja bei der Brüderlichkeit im Hauptsächlichen darum, dass man sich gegenseitig hilft, dass man Hand in Hand, Arm in Arm gemeinsam voranschreitet und dem anderen aufhilft, wenn er auf den Boden gefallen ist. Und sowas finden wir auch in Gesellschaften, in der Gesellschaft wieder. Also zum Beispiel in der Schule, in der Klassengemeinschaft, wo man dem anderen beim Lernen hilft oder im Verein, im Fußball, eigentlich in vielen Teilen der Gesellschaft. Und ich finde, das ist ein wichtiger Punkt und daran sollte auch gearbeitet werden und das sollte beibehalten werden.
Es ist doch gut bestellt um die Jugendlichen in Baden-Baden, oder? Félicitations pour votre victoire électorale, encore une fois, Monsieur le maire, Monsieur Roland Ries. Mesdames et Messieurs, c'est juste que nous entendons maintenant le discours en français. Fraternité, c'est votre thème, Monsieur le maire. Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin Margret Mergen, ich gratuliere für Ihre Wahl und hoffe, dass wir ganz gut zusammenarbeiten können in den nächsten Jahren. Sehr geehrte Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, sehr geehrter Herr Fritsch, sehr geehrter Herr Marenbach, cher Daniel Oeffel, cher Alain Auviller, cher Antoinette Flimelin, sehr geehrte Damen und Herren, zuerst herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Symposium. Es ist mir eine große Freude und Ehre, Sie heute Abend begrüßen zu dürfen. Und ich habe gelesen, ich bin eingeladen im Falle seiner Wiederwahl. Das ist geschehen. Mon devoir est de vous parler de fraternité, mais je vais vous faire part au préalable d'une réflexion qui m'est venue en arrivant ici à Baden-Baden tout à l'heure. Sur la belle autoroute qui maintenant permet de venir vite, mais j'ai quand même été en retard et j'en suis désolé, je m'en excuse. Je me disais, si Pierre Flumelin était là, qu'est-ce qu'il penserait de la situation d'aujourd'hui en France et en Europe? Et je me suis souvenu du discours qu'il a fait devant un parterre important de jeunes au Parlement européen, quelques mois avant sa disparition. Ça devait être en 1999. Et j'étais là et j'ai écouté ce discours où il parlait de l'Europe en des termes extrêmement forts, extrêmement entraînants. Et toute cette jeunesse qui était rassemblée là, lui a fait une ovation à n'en plus finir à la fin. Il avait réussi à redynamiser, à redonner du sens à l'Europe, à indiquer quel était le rêve des pères fondateurs de l'Europe, dont il a fait partie. Et je pense qu'aujourd'hui, il serait probablement sur la même idée, mais à la puissance 10. Plus que jamais aujourd'hui, l'Europe a besoin de la dimension culturelle et de la dimension politique. Et c'était le sens de son message à la jeunesse. Cette dimension, elle existait plus ou moins au départ. Et je crois que c'est Jean Monnet qui a dit un jour, si c'était à refaire, il parlait de la construction européenne, je commencerai par la culture. Quand il disait la culture, il pensait aux mentalités, à la politique aussi, et je dirais à l'opinion publique européenne, la conscience publique d'appartenir à une entité qui dépasse les nations. Nous en sommes là aujourd'hui, et l'Europe est malade, parce qu'il n'y a pas assez de prise de conscience collective de ce que nous représentons, du message que nous pouvons apporter au reste du monde, et ce message, il est culturel et politique. Mais je pense que Pierre Flimelin ne
serait pas en désaccord avec un philosophe politique ou un politique philosophique qui n'était pas de sa famille politique puisqu'il s'agit de Gramsci. Et Gramsci disait, pas à propos de l'Europe, mais de façon plus générale, au pessimisme de l'analyse, il faut que nous opposions l'optimisme de la volonté. Et donc, cette situation difficile que nous connaissons, je ne sais pas ce qui ressortira des prochaines élections européennes, elle ne doit pas nous faire baisser les bras. Elle ne doit pas nous faire sombrer dans le déclinisme, dans le nationalisme ou dans le pessimisme. Au contraire, c'est quand les temps sont difficiles qu'il faut que les vrais Européens, ceux qui essayent de poursuivre le rêve des pères fondateurs, se réunissent et qu'ils cherchent à insuffler une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique à cette formidable aventure qu'est la construction européenne. Ça, c'est ma première réflexion, celle qui m'est venue en arrivant ici. J'en ai une deuxième qui est plus pragmatique et plus en rapport avec mon sujet, qui est de parler de la fraternité. J'ai essayé de regarder dans le dictionnaire le sens exact de fraternité. J'en profite d'ailleurs pour dire que chez nous, pour l'instant, il n'y a guère de Geschwisterlichkeit, je crois. Il y a un mot, mais c'est le mot sororité. Mais on ne l'utilise pas pour l'instant. Je crois que vous l'utilisez un peu plus que Geschwisterlichkeit. Mais après tout, il n'y a aucune raison de ne pas, je dirais, mettre sur un pied d'égalité les deux moitiés de l'humanité, y compris dans ces relations de fraternité-sororité. Je pense que le sujet, je vais l'aborder à ma manière, mais rapidement, rassurez-vous, dans le sens de la réflexion sur la fraternité entre nos deux pays et entre nos deux peuples. Chacun le sait, nous venons de très loin. Et cette fraternité, cet axe franco-allemand, comme disent parfois les techniciens, a été construit après la catastrophe de la Deuxième Guerre mondiale, à partir d'initiatives, j'allais presque dire improbables, compte tenu de nos histoires respectives et de nos conflits séculaires. C'est des esprits éclairés, ce que j'appelais les pères fondateurs de l'Europe, qui, 4 ans après la fin des hostilités, ont mis en place à Strasbourg, le Conseil de l'Europe. 4 ans après la fin des hostilités. Et la première fonction du Conseil de l'Europe, c'était d'éviter le retour des guerres et de construire une relation apaisée entre nos deux peuples sur la base d'un certain nombre de valeurs qui sont toujours aujourd'hui portées par le Conseil de l'Europe. On a un peu de mal parfois aujourd'hui à se rendre compte de cette hardiesse de pensée et de cette hardiesse d'action de ces personnes-là. Qu'il s'agisse de Winston Churchill, de Gasperi, Robert Schuman et tous les autres, et Pierre Plimelin bien sûr, c'était une formidable aventure, c'était un formidable pari. Et il s'est traduit concrètement à Strasbourg en 1962 par notre jumelage avec Stuttgart et aussi par le traité de l'Élysée que nous avons fêté récemment. J'ai en mémoire encore les discours de nos hautes personnalités, du président de la République française et de la chancelière Angela Merkel, à Ludwigsburg en septembre 2012, à l'occasion du 50e anniversaire du discours de Charles de Gaulle à la jeunesse allemande, en allemand et sans notes, alors qu'il maîtrisait pas très très bien l'allemand, mais il a fait un exploit, ne serait-ce que du point de vue linguistique, mais aussi un formidable message à la jeunesse.
Eh bien, c'est ce que nous essayons, nous, de faire concrètement dans l'Eurodistrict entre Strasbourg et Kehl. C'est le sens de toutes les initiatives que nous avons prises récemment avec Günther Petri. Je pense à la crèche franco-allemande qu'on va ouvrir dans quelques semaines sur les bords du Rhin. 30 enfants français, strasbourgeois et 30 enfants kélois avec des enseignants parfaitement bilingues. Je pense au projet de construction qui a commencé du tramway entre Strasbourg et Kehl. Je pense évidemment à l'ensemble de ces projets transfrontaliers. Et je pense aussi à la création de l'Eurométropole au 1er janvier 2015, qui, à terme, devrait pouvoir s'étendre jusque de l'autre côté du Rhin et donner, au fond, un territoire européen pionnier de coopération transfrontalière et de, je dirais, de co-décision pour les grandes infrastructures. Je ne voudrais pas être plus long parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur l'Eurodistrict et sur les difficultés aussi que nous rencontrons, mais permettez-moi de terminer et de clore mon propos en citant un auteur un peu désuet aujourd'hui, français, Alphonse de Lamartine, qui a d'ailleurs été candidat en 1848 à la présidence de la République, mais sans succès. Mais c'est surtout un grand poète, et c'est quelqu'un qui a une vision de l'Europe avant l'heure, un peu comme Victor Hugo. Alphonse de Lamartine dit « L'égoïsme et la haine ont seuls une patrie, la fraternité n'en a pas. » Quelle meilleure définition de la fraternité entre les peuples nécessaire pour construire l'Europe que celle que Alphonse de Lamartine a développée au milieu du 19e siècle. Mesdames et messieurs, je suis très heureux d'avoir pu vous dire quelques mots à l'orée de ce nouveau mandat. Vive l'amitié franco-allemande. Es lebe die deutsch-französische Freundschaft. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Maire. Merci, Roland Ries. Ich glaube, Goethe hat einmal geschrieben, jeder kennt diese Aussage wahrscheinlich, an seine Geliebte im Elsass in Sesenheim einen 15-seitigen Brief und der letzte Satz war, ich hatte keine Zeit, einen kurzen Brief zu schreiben. Sie haben sich gut vorbereitet, Monsieur Le Maire, und eine kurze Rede gehalten. Vielleicht zu der Geschwisterlichkeit, die Baden-Baden und Straßburg vielleicht bevorsteht. Demnächst, und das Wort müssen wir noch üben, wie wir gehört haben, gemeinsam, weil Margret Merkel ist ja eine Frau und Monsieur Le Maire ist ein Mann, also müssen wir die Geschwisterlichkeit üben. Und da erinnere ich an ein Ereignis in 2009, auch wenn ich in den Verdacht gerate, dass eben genau die wirtschaftliche Dimension uns immer schnell bewegt und die, der Blick nach dem Geld, dass der NATO-Gipfel damals und der Besuch des amerikanischen Präsidenten Barack Obama nur deshalb stattfinden konnte, weil die Ergänzung von Straßburg und Baden-Baden ein Plateau angeboten hat, das eine Alternative war zu London oder zu Athen oder zu Rom oder zu Madrid, wo die großen Gipfelereignisse auch waren. Also dieses Zusammenhalten darf dann auch tatsächlich wirtschaftliche Folgen haben, günstige wirtschaftliche Folgen haben. Daran hat vorhin Frank Marrenbach erinnert, denn manchmal macht es auch Spaß, mit vollem Bauch zu diskutieren und nicht nur mit leerem Bauch. Meine Damen und Herren, sehen Sie nun, bevor ich auf den Herrn Erzbischof Robert Zollitsch eingehe, nochmal der zweite Teil der Town Hall Runde. Video bitte ab. Fraternité, diese Forderung der Französischen Revolution bewährt sich auch heute und ist eine große Herausforderung. Es geht nicht nur um innergesellschaftliche Solidarität, sondern es geht um die Beziehungen zwischen zwei Staaten, die sich
zwei Jahrhunderte lang feindlich gegenüberstanden, die vergessen haben, dass sie eine gemeinsame Kultur, eine gemeinsame Geschichte haben, dass sie gemeinsame Interessen haben. Heute schauen wir nur auf die gegensätzlichen Regierungen, die sich im Augenblick nicht so gut verstehen. Aber das bedeutet gar nichts. Denn im Grunde kommt es darauf an, dass man solidarisch handelt, dass man sieht, wie die Welt aus den Augen eines anderen aussieht, dass man sich mit den französischen Interessen genauso vertraut macht in Deutschland wie mit den deutschen Interessen in Frankreich und dass man nicht vergisst, dass es nur eine einzige gemeinsame solidarische Sprache gibt und das ist Europäisch. Ich denke, dass Fraternität, Brüderlichkeit ein verlorenes Ideal ist, weil es keinen Platz mehr hat in der Wirtschaft und Politik unserer Zeit, wo nationale und persönliche Interessen dominieren. Eine geistig-moralische Wende ist meines Erachtens nicht in Sicht, weil es keine ideellen oder religiösen Grundlagen in Europa mehr gibt, die alle verbinden. Fraternität ist in meinen Ohren erstmal ein Begriff, der sehr säkular als einer der drei wichtigsten Begriffe der Französischen Revolution daherkommt. Ein Kind der Aufklärung. Für mich bedeutet das Wort Fraternité allerdings in einem viel weiteren Sinn nicht nur Brüderlichkeit in diesem maskulinen Sinn, sondern eben auch Geschwisterlichkeit. Das heißt, Einschluss des anderen Geschlechtes natürlich und verweist damit auf, für mich als Christ, auf etwas, was fundamental bereits schon im Alten und Neuen Testament festgelegt ist, nämlich die Solidarität der Menschen untereinander, weltweit, global und nicht nur sozusagen in der eigenen Familie oder im eigenen Land. Meine Damen und Herren, auf den Vortrag von Erzbischof Robert Zollitsch möchte ich mit einem Videoeinspieler von Pierre Flemin einstimmen, aus dem auch klar wird, dass wenn man seinen Idealen folgt, dass man dann vielleicht auch bereit sein muss, einen hohen Preis zu bezahlen. Videoeinspieler bitte ab. Ja, es musste gleich geschehen. Ich war so ein Beschluss, dass eine Regierung aussetzt, das kann man nicht lange hin und her überlegen, das muss man sofort tun. Also de Gaulle hat so eine Erklärung abgegeben und sein wohl nicht engster Mitarbeiter hat sofort auf den Tisch gehauen und seine Kündigung vorgelegt. Haben Sie da nicht eine Nacht drüber nachgedacht? Über? Haben Sie über Ihren Rücktritt eine Nacht nachgedacht oder haben Sie die ganz spontan gefasst? Ja, wir waren damals 5 Minister meiner Partei, nicht? Wir waren bei dieser Pressekonferenz zugegen und wir haben nachher beraten, einige Stunden lang. Wir haben uns den Text geben lassen, einen genauen Text. Was war da der Kernsatz des Anstoßes? Ja, der Kernsatz war die Verurteilung des Gemeinschaftsgedankens. Nicht die Verurteilung Europas. Er hatte ja, wie gesagt, eine andere Auffassung. Aber des Gemeinschaftsgedankens, der für uns wesentlich war. Und das alles war in einem gewissen innenpolitischen Zusammenhang. Und ich hatte die Überzeugung, wir können nicht mehr bleiben. Denn unsere Partei ist Vorkämpfer für eine gewisse Konzeption Europas. Nicht irgendein Europa, eine gewisse Konzeption. Die Gemeinschaftsidee. Und wir können nicht in der Regierung bleiben, wenn der große Chef, der Präsident der Republik, sie auf solche öffentliche Weise verurteilt. Da sind wir gegangen. War de Gaulle davon beeindruckt? Ja, ich hatte eine lange Unterredung mit ihm. Er hat wirklich versucht, ich hatte sogar, was sehr selten geschah, mitten in der Nacht eine telefonische Unterredung mit ihm, zwischen Mitternacht und 1 Uhr morgens. Versuchte mich zu überzeugen, ich soll doch bleiben, wir sollten doch bleiben. Und am anderen Morgen hat er mich nochmals empfangen, hatten wir eine halbe Stunde lang eine Diskussion und gesagt, bleiben Sie doch, sagte er sogar auf einmal ein bisschen ironisch, vielleicht können Sie mich auf die Dauer überzeugen. war er eigentlich in solchen Situationen, Charles de Gaulle, kumpelhaft oder war der autoritär? War er kumpelhaft oder autoritär in so einer Situation? War ein Kumpel. Wenn Sie Dürger gekannt hätten, Sie würden ihn nie als einen Kumpel betrachtet haben, glauben Sie mir.
Ja, manchmal vertut man sich dann ein bisschen. Exzellenz, Erzbischof Robert Zöllitsch, Sie haben das Wort. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Ihnen, Herr Höffel, ganz herzlich gratulieren zur Auszeichnung heute. Ich habe mich gefreut, eine solch überzeugende Rede eines Europäers zu hören. Vielen Dank dafür. Und Europa ist tatsächlich zurzeit das Thema, ich glaube für uns in Europa, das Thema Nummer eins. Und ich hoffe, Sie, verehrten Damen und Herren, haben noch ein bisschen Geduld, nach dem vielen, was wir hören durften, auch nochmal eine kleine Rede zu hören. Im vergangenen November besuchte ich Brüssel. Dort hatte ich Gelegenheit, mit zahlreichen Abgeordneten des Europäischen Parlaments über deren Arbeit ins Gespräch zu kommen. Auch eine Begegnung mit dem Präsidenten des Rates der Europäischen Union, Herman Van Rompuy, stand auf meinem Programm. Der Austausch mit ihm war anregend, zumal ich zuvor sein Buch Christentum Moderne, Werte für die Zukunft Europas gelesen hatte. Doch in allen Gesprächen wurde ihm auch deutlich, es ist gar nicht so einfach, derzeit eine Vision für die Zukunft Europas zu formulieren und zu vermitteln. Eine Vision, die möglichst viele Menschen motiviert, sich für den Erhalt und den weiteren Aufbau unserer Europäischen Union zu engagieren. Dieses Engagement ist nicht nur mit Blick auf die anstehenden Europawahlen notwendig, sondern ist eine sehr grundsätzliche Frage. Denn wir erleben, was der Berliner Politikwissenschaftler Professor Herbert Möckler in einem Interview mit dem Deutschlandfunk diagnostizierte: Es kommt derzeit zu einer kräftigen zentrifugalen Bewegung. Die Unterstützung für Europa ist deutlich erodiert. Das hat, verehrte Damen und Herren, ganz unterschiedliche Gründe. Bisweilen sind Menschen enttäuscht, wenn die Europäische Union zu wenig Rücksicht auf die gewachsene Kultur, Tradition und Rechtsordnung ihrer Mitgliedstaaten zu nehmen scheint. Ebenso ist nicht zu übersehen, die Europäische Union verliert vor allem dann an Akzeptanz, wenn sie Regelungen, Vorschriften, Gesetze erarbeitet, die man ohne weiteres den einzelnen Ländern überlassen könnte. Doch meines Erachtens liegen die Gründe für ein nachlassendes Engagement mit Blick auf Europa viel tiefer. Rufen wir uns in Erinnerung, dass am Beginn der europäischen Einigung eine Verheißung, eine Vision stand. Als Europa nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges sowohl materiell im wahrsten Sinn des Wortes in Schutt und Asche lag, als es auch mit dem von den Nationalsozialisten betriebenen Holocaust moralisch den Tiefpunkt erreicht hatte, da war die europäische Idee eine Verheißung mit positiver Strahlkraft, mit einer faszinierenden Ausstrahlung. Auf dem Fundament des Friedens zwischen den europäischen Völkern sowie ausgehend von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie sollten für die Menschen unseres Kontinents Freiheit und gemeinsamer Wohlstand entstehen. Die Versprechen der europäischen Einigung waren Friede, Freiheit, Wohlstand sowie Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Hierin lag die Motivation der des Krieges überdrüssigen Menschen für die europäische Zusammenarbeit. Im Rückblick dürfen wir feststellen, die Versprechen der europäischen Integration haben sich weitestgehend erfüllt. Ja, für die jüngere Generation ist unser Kontinent ganz selbstverständlich ein Kontinent des Friedens, der Freiheit, der Demokratie, des Wohlstands und der Rechtsstaatlichkeit. Doch darin liegt allerdings auch eine gewisse Gefahr. Was als selbstverständlich angesehen und hingenommen wird, droht alltäglich zu werden. Und was alltäglich vielleicht sogar banal zu sein scheint, läuft Gefahr, wenig Beachtung
und noch weniger Wertschätzung zu erhalten oder gar über Bord geworfen zu werden. Deshalb bin ich dankbar für Veranstaltungen wie das heutige Symposium. Hier werden Antworten gesucht auf entscheidende Fragen, die Menschen aus der Gleichgültigkeit herausholen. Hier geht es um tragende Werte unseres Lebens und Zusammenlebens. Und der Begriff Fraternität erinnert uns an einen solchen Wert. Ein wichtiges Ideal weit über die Europäische Union hinaus. Auch wenn der Begriff selbst, wie manche von Ihnen, werte Gäste, bereits im Vorfeld angemerkt haben, vielleicht etwas verstaubt und veraltet klingen mag, so ist doch das damit Gemeinde höchst aktuell. Denn Brüderlichkeit oder Geschwisterlichkeit ist weit mehr als Freundschaft. Es zeigt, dass die Menschheit im Tiefsten eine Menschheitsfamilie ist und damit aufs Engste miteinander und untereinander verbunden. Das jeweilige Verhalten hat Wechselwirkung auf den anderen. Entscheidungen betreffen nicht nur mich, sondern auch mein Umfeld. Geschwister sucht man sich nicht aus. Bruder und Schwester ist man auf Lebenszeit. Gerade weil man so eng miteinander verbunden ist, kann daraus auch Ablehnung, Neid oder gar Feindschaft entstehen. Wir wissen dies nicht nur aus der Geschichte unseres Kontinents. Auch die Bibel verschweigt dies nicht, angefangen von Kain und Abel. Und aktuell sprechen wir von der Gefahr des Bruderkrieges im Blick auf die Spannungen auf der Insel, der Halbinsel Krim. Doch der christliche Glaube will gerade das Gegenteil von Feindschaft bewirken. Der Glaube an Gott will Versöhnung ermöglichen und Frieden stiften. Der Glaube will ermutigen, alle unterschiedslos zu achten. Diese Botschaft kam mit Jesus Christus in die Welt, für den es nicht mehr Juden und Griechen, Mann und Frau, Sklaven und Herren gab, sondern Bruder und Schwester, weil alle Kinder des einen Gottes sind. Das Gebot der Nächstenliebe, das sogar den Fremden und Feind einschließt, ist Ausdruck einer brüderlichen, einer geschwisterlichen, gerechten und friedlichen Gesellschaft. Mehr noch, im Mitmenschen können wir aus unserer Überzeugung Gott selbst begegnen. Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Das bedeutet für mich Fraternität. Dies im Alltag zu leben, ist Chance und Herausforderung zugleich. Zweifellos. Aber ist die Nächstenliebe gerade angesichts einer hochtechnisierten und individualisierten Gesellschaft der Nährstoff für ein gelingendes und gedeihliches Zusammenleben? Und das spiegelt sich auch im Vertrag der Europäischen Union wider, wenn in der Präambel der Wunsch formuliert wird, ich zitiere, die Solidarität zwischen ihren Völkern und der Achtung ihrer Geschichte, ihrer Kultur und ihrer Traditionen zu stärken. Und in der Definition des Zieles der Europäischen Union, Artikel 3, besagt der dritte Absatz, sie fördert den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt und die Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten. Wir können Solidarität auch die Frage der Brüderlichkeit, Fraternität einsetzen. Es gibt also dem rechtlichen Wortlaut nach keinen Zweifel daran, die Europäische Union bildet eine solidarische und damit eine brüderliche, eine geschwisterliche Gemeinschaft. Dies gilt nach innen, zwischen den Mitgliedstaaten, wie auch nach außen. Über die Beziehung zur übrigen Welt bestimmt der Artikel 5 des EU-Vertrages, dass die Europäische Union einen Beitrag leistet zu Frieden, Sicherheit, globaler und nachhaltiger Entwicklung, Solidarität und gegenseitige Achtung unter den Völkern, zu freiem und gerechten Handel, zur Beseitigung der Armut und zum Schutz der Menschenrechte. So dieser Vertrag. Europa ist alles andere als eine Festung, die in sich geschlossen ist. Werte Damen und Herren,
Machen wir uns bewusst, welch fundamentalen Wert ein Europa darstellt, das als Kontinent des Friedens bezeichnet wird? Ist es doch mit dem Blick auf die Geschichte unseres Kontinents noch gar nicht lange her, dass die Staaten Europas in Kriege gegeneinander versunken waren, dass von Erbfeindschaften die Rede war und dass vor allem auch von Deutschland schwerstes Unrecht, schwerste Verbrechen gegen die Menschlichkeit und ungeheuerlicher Völkermord ausgegangen sind. Doch auch in den Zeiten eines lauten, überbordeten oder martialischen Nationalismus war Gott sei Dank das Bewusstsein für die Gemeinsamkeiten und die Sehnsucht nach einem friedlichen und geschwisterlichen Zusammenleben in Europa nie ganz verschüttet, auch und gerade nicht in der Kirche. Es waren nicht wenige, die selbst unter der Schreckensherrschaft des Nationalsozialismus klaren Kopf wiesen und unter Einsatz ihres Lebens mutig für ein friedliches und geeintes Europa eintraten. Ich darf als Beispiel an Max Josef Metzger erinnern, einen beeindruckenden Priester aus unserer Erzdiözese, dessen diözesanen Seligsprechungsprozess wir am vergangenen Donnerstag offiziell abgeschlossen haben. Eine Sammlung von mehr als 6000 Seiten aus Schriftstücken und Kompositionen gingen nun nach Rom. Seine beiden großen Ziele waren, für die er sich ein Leben lang eingesetzt hat und wofür er am Ende auch sein Leben hat lassen müssen, waren Frieden und Freiheit. Dieses Vermächtnis hat er uns aus der Todeszelle in Berlin überlassen. Es ist auch auf seinem Grabstein festgehalten. Ich habe mein Leben Gott angeboten für den Frieden der Welt und die Einheit der Kirche. Er kam 1914 im Alter von 27 Jahren als Divisionspfarrer an die Front zu Frankreich. Doch dort war er unmittelbar mit den Schrecken und Grausamkeiten des Weltkrieges konfrontiert. Infolge schwerer Krankheit kehrte er nach einem Jahr in die Heimat zurück. Von da an war er ein leidenschaftlicher Kämpfer für Völkerfrieden und Völkerverständigung. Im Jahr 1917 entwickelte er ein internationales religiöses Friedensprogramm. Er ließ es dem damaligen Papst Benedikt XV. Zukommen, der sich dazu äußerst zustimmend geäußert hat und bedauerte, dass es nicht umgesetzt wurde. Ebenfalls im Jahr 1917 gründete Dr. Metzger den Weltfriedensbund vom Weißen Kreuz. Er nahm an mehreren internationalen Friedenskonferenzen teil und hat an der Vorbereitung der Völkerbundkonferenz 1920 in Bern mitgewirkt. Und nach der Stalingrad-Katastrophe verfasste Metzger ein Memorandum über die staatliche Neuordnung Deutschlands und die Einbindung der deutschen Nation in eine Friedensordnung in der Welt und in Europa. Im Hitler-Regime jedoch galten solche Thesen als Hochverrat. Seine Thesen, für uns heute selbstverständliche Säulen des Rechtsstaates, wurden ihm zum Verhängnis. So wurde er am 14. Oktober 1943 vom Volksgerichtshof unter Freisler zum Tode verurteilt. Es ist erstaunlich, ja fast unglaublich, wie konsequent er in seine Überlegungen das künftige Nachkriegsdeutschland befreit vom Ungeist des Nationalsozialismus in ein vereintes Europa mit einband. Die Achtung des Lebensrechts anderer Völker, die Sicherung der freiheitlichen Grundrechte in Religionsausübung und Meinungsäußerung und entscheidend auch die Unantastbarkeit der persönlichen Würde eines jeden Menschenlebens waren die Säulen seines Friedenskonzeptes. Diese zur damaligen Zeit kühne Vision wurde nach den Schrecken und Verwüstungen des Zweiten Weltkrieges politisch wirksam von einer ganzen Reihe von Persönlichkeiten angenommen und entworfen. Und dazu gehört zweifellos auch Pierre Pflimle. Er war überzeugter Christ und überzeugter Demokrat. Er half engagiert mit, Europa aus der tiefsten Krise seiner Geschichte herauszuholen und auf den Ruinen des Zweiten Weltkriegs ein erneuertes, geeintes und geschwisterliches Europa zu bauen. Daraus entwickelte sich
von der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft über die Europäische Gemeinschaft der Europäischen Union ein einzigartiges europäisches Erfolgsmodell, für das wir nicht dankbar genug sein können. Es hat unserem Kontinent Frieden und Freiheit gebracht. In den Mitgliedsländern herrschen Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Nicht das Recht des Stärkeren, sondern die Stärke des Rechts besitzt Geltung. Und Kriege untereinander gehören hoffentlich endgültig der Vergangenheit an. Wir haben wirklich allen Grund dafür dankbar zu sein. Europas Einigung ist Ausdruck der Fraternität zwischen den Völkern und Staaten, die sich freiwillig zu diesem größten Friedensprojekt der europäischen Geschichte zusammengefunden haben. Man darf mit Recht feststellen, verehrte Damen und Herren, die Bindewirkungen und identitätsstiftenden Kräfte, die aus der gemeinsamen Geschichte, einer gemeinsamen Kultur und insbesondere aus gemeinsamen religiösen Grundüberzeugungen und damit auch aus einem gemeinsamen Wertesystem erwachsen, haben den konkreten europäischen Einigungsprozess wesentlich erleichtert, gefördert und vermutlich sogar erst möglich gemacht. Weder eine gute Wirtschaftsunion allein noch eine intakte Verwaltung können die Erwartungen der Menschen an Europa erfüllen. Es braucht Menschen, die den Geist dieser Grundordnung atmen, die das Wertesystem zu ihrer je eigenen Sache machen und aktiv auf- und ausbauen. Eine gelingende Balance zwischen Freiheit und Verantwortung braucht mündige Bürger. Was das bedeutet, brachte Pierre Flemelin in einem Interview, das wir gehört haben, auf den Punkt. Wir können viele Verschiedenheiten akzeptieren, wir müssen sie akzeptieren und dulden unter den verschiedenen Völkern, die mitmachen. Nur das Einzige nicht, dass sie unsere Werte mit Füßen treten. Ja, werte Damen und Herren, wir haben eine Verpflichtung, das geschwisterliche Zusammenleben und Miteinander zu schützen und zu fördern. Wir haben eine Kultur, die in der Botschaft des Evangeliums wurzelt und auf dem Fundament des christlichen Glaubens aufbaut. Meine verehrten Damen und Herren, wenn ich heute mit Ihnen über Europa spreche, dann tue ich das nicht als Politiker oder Ökonom. Ich spreche als Theologe und Mann der Kirche. Aber ich tue dies auch auf dem Hintergrund meiner eigenen Lebensgeschichte. Manche von Ihnen wissen vielleicht, dass ich als Volksdeutscher und Donauschwabe im ehemaligen Jugoslawien geboren bin. Meine Vorfahren waren unter Kaiserin Maria Theresia in den Jahren 1760 bis 1763 aus den verschiedensten Gegenden des damaligen Reiches, aus Lothringen, der Pfalz, dem Frankenland, dem Schwarzwald, aus Hohenzollern und der Oberpfalz in den Südosten ausgewandert. Und dort wurde mein Heimatort auch dann gegründet, ein Ort mit etwa 5000 Bewohnern. Und es hat bestanden bis zum Zweiten Weltkrieg. Mein ältester Bruder wurde 1943 mit 18 Jahren zum deutschen Militär eingezogen, mein Vater mit 43 Jahren im Oktober 1944 ebenfalls. Ende Oktober 1944 kamen die Russen, sie waren menschlich. Bald darauf aber kamen Titos Partisanen, und mit ihnen begann die schreckliche Zeit. Am 25. November 1944 wurden 212 Männer zwischen 16 und 60 Jahren, darunter mein damals gerade erst 16-jähriger Bruder Josef, von Titos Partisanen grausam abgeschlachtet und die drei Massengräber, die sie zuvor hatten selbst ausheben müssen, verscharrt. Ich war damals 6 Jahre alt und erinnere mich an viele Details. Ich höre die Schüsse heute noch, als sie aus dem Dorf hinausgetrieben wurden. Und in meinen Ohren klingen noch die bangen Fragen, das Weinen und die Verzweiflung der Mütter, der Ehefrauen und Kinder. Meine Mutter wurde in Zwangsarbeitslager abgeholt und am 1. April 1945, es war der Ostersonntag, wurde ich mit meiner Großmutter und drei Cousinen in meinem Alter in das Vernichtungslager eingeliefert worden. Dort lebten etwa 18.000 bis 23.000 deutsche alte Frauen, Kinder,
die dort verhungern sollten. Und das war auch das Ziel. Ich erzähle dies, weil Sie vielleicht dadurch besser verstehen können, dass ich seit den furchtbaren Erfahrungen meiner Kindheit und den schrecklichen Erlebnissen im Vernichtungslager ein leidenschaftlicher Gegner jeder Diktatoren und jeglicher und ein unverbesserlicher Europäer bin. Ich setze mich ein für Freiheit, Menschenwürde und Zivilcourage. Und wer solches erleben musste, der weiß, einen demokratischen Staat zu schätzen. Ich kann nicht verstehen, wenn Menschen in unserem Land von ihrem Wahlrecht keinen Gebrauch machen, wie viele allein schlechtes Wetter davon abhält, ihre Stimme abzugeben, während Menschen in anderen Ländern ihr Leben für demokratische Strukturen einsetzen. In all dem, was Menschen in den Konzentrationslagern erlitten haben, wird erschreckend deutlich, was der Mensch mit dem Menschen zu machen imstande ist, wenn Gott nicht dazwischen steht, wenn das Gewissen außer Kraft gesetzt ist, wenn es, wie Herr Flemleva sagte, wenn unsere Werte mit Füßen getreten und die Achtung vor dem Leben verletzt wird, wenn nur noch Macht und Egoismus zählen. So wird im Blick auf Europa deutlich, um Europa nicht nur als Währungs- und Wirtschaftsunion voranzubringen, auch die brauchen wir, sondern uns der eigenen Identität zu vergewissern und uns immer mehr zu einer Gemeinschaft zu entwickeln, müssen wir uns wieder stärker unserer Wurzeln vergewissern, den Idealen, aus denen wir leben. Die Wurzeln, die Grundlagen der europäischen Einigung, die gemeinsamen Werte, auf denen Europa beruht und die es groß und erfolgreich gemacht haben. Auch die Erinnerung an die gemeinsame Geschichte und Kultur gilt es bewusst zu pflegen, zu fördern und auch kommenden Generationen weiterzugeben. Allzu oft wird unter Wohlstand durch Wachstum nur ein Wachstum im wirtschaftlichen Sinn verstanden. Aber ebenso sehr braucht es ein Wachstum an gelebten ethischen Werten. Wohlstand durch Wachstum an wahrer Fraternität, die Europa menschlich macht und für die immer wieder auch die Achtung vor der Bitte des anderen mit einschließt, auch des Fremden, das ist es, was für Europa wir auch wirklich brauchen und ich meine, was uns die Zukunft führt. Wie wichtig dies gerade angesichts der digitalen Revolution ist, können wir täglich erleben. Wir stehen, denn sie macht unsere Welt ja immer anonymer und lässt den Menschen oft mit sich allein in den Netzwerken. Die Werte, die menschlich zusammenführen, die sind es, so meine ich, die wir brauchen, denn es kommt darauf an, wirklich miteinander in Kontakt zu sein. Und das in dieser Begegnung wie heute Abend und nicht nur via Internet oder via Facebook, so gut diese Informationen sein können. Aber es ist oft so, dass sie die Menschen nicht zusammenführen, sondern allein lassen. Und ich meine, so bewegt sich auch die Nutzung der digitalen Möglichkeiten im Spannungsfeld zwischen Freiheit einerseits und der unverfügbaren Würde der menschlichen Person andererseits. Beides, Schutzgüter unseres europäischen Kontinents. Beides Ausdruck von wahrer Fraternität, eines Wertes, für den einzusetzen sich lohnt. Und so möchte ich mich dem Appell unseres Bundespräsidenten Joachim Gauck anschließen, der im vergangenen Jahr an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Forums »Was hält Europa zusammen?« hier dort gerichtet hat. Er sagt, wir alle tragen Verantwortung dafür, das Verbindende zu stärken. Was ich mir wünsche, sind Empathie und gegenseitiges Interesse. Nur so kann doch Vertrauen wachsen und nur so wird Solidarität, und ich darf hinzufügen, Fraternität, erhalten bleiben und Europa formen. Ich danke Ihnen.
Exzellenz Erzbischof Robert Zollitsch, der für mich beeindruckendste Teil Ihrer Rede, die persönlichen Erlebnisse und die persönliche Erfahrung, die Sie geschöpft haben, das fehlt uns heute, diese Abstraktion für uns nur noch heute, weshalb Europa, weshalb dieser Weg der Integration Europas, weshalb das Mühen um eine Brüderlichkeit, um so etwas zu verhindern, dass man seine Brüder verliert, seine Schwestern verliert in grausamen Regimen, in einer Diktatur, in einem Unrechtssystem. Davon sind wir heute so weit entfernt, dass wir, ich sage es mal salopp, gar nicht auf der Rechnung haben, dass das das eigentliche Verdienst ist, das eigentliche, die eigentliche Grundlage dieses Europas, was geschaffen wurde, auch von Männern wie Bjerb Flimler. Und wir haben jetzt noch etwa 10 Minuten, bis wir zu einem anderen kleinen brüderlichen Teil kommen, nämlich wo wir das Exempel statuieren, wie man auch zusammen mit einem Glas Rotwein, einem Verre Rouge, sich ein bisschen näher kommt. Wie gesagt, noch 10 Minuten sind es hin. Und ich möchte auch da anknüpfen, was Erzbischof Robert Zollitsch gesagt hat, angedeutet hat, und auch Andrea Hoffend in ihrem Vortrag, dass die Wurzeln eigentlich im Ersten Weltkrieg und in Erfahrungen des Ersten Weltkriegs lagen. Und dazu ein Einspieler mit Bjerb Flimler. Video bitte ab. Das sind die Regeln, Bjerb Flimler. Es sind, Sie haben es vorhin mal gesagt, die Männer und hoffentlich auch die Frauen, die letztlich den Ausschlag geben, geht es voran, die Menschen. Und das ist eine gemeine Frage, denn Sie werden es auf jeden Fall irgendjemand Unrecht tun, aber wenn Sie sich zurückerinnern an die letzten Jahrzehnte und müssten sagen, es sind 5 große Europäer, gleichgültig welche Nationalität, welche würden Sie ganz voranstellen? Ich sage, das sind die verdienstvollsten Männer, die es bisher gab, vielleicht auch persönliche Begegnungen ein bisschen schildern. Ja, also die 5 größten Männer meines Erachtens waren Churchill, in Frankreich Jean Monnet und Robert Schumann und auch de Gaulle, der Bundeskanzler Adenauer. Und von Ihren persönlichen Begegnungen, Sie haben vorhin auch mal angesprochen, dass Sie sind auch Franz Josef Strauß begegnet, vielen deutschen Politikern, italienischen Politikern. Was war Ihre eindrucksvollste Begegnung, die Sie hatten, oder welche Begegnung mit welchen Staatsmännern und Politikern waren für Sie besonders eindrucksvoll in letzter Zeit? Also für mich waren die eindrucksvollsten Begegnungen, es waren viele natürlich in meiner Laufbahn, waren immerhin noch mit Adenauer. Denn Adenauer sah aus wie ein gestrenger Herr. Ich hatte mehrere Gespräche mit ihm. Was mich beeindruckte, war seine auf deutsche Erfahrung gestützte Vision. Ich erinnere mich, er sprach einmal mit mir an die Geschehnisse in Deutschland in 1918. Der damalige Zusammenbruch, der ihn natürlich sehr bewegte. Und dann der Wille des Wiederaufbaus Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber das war bei ihm sofort verbunden mit der europäischen Idee. Bei ihm fühlte man die Überzeugung des deutschen Patrioten, für den das Schicksal seines eigenen Volkes natürlich die erste Besorgnis war. Aber zugleich stellte sich die deutsche Zukunft im Rahmen eines geeinten Europas vor. Dafür hat er sich eingesetzt, seinen ganzen Willen, seinen klaren Blick. Bjerb Flimler, meine Damen und Herren, zum Abschluss, denke ich, darf ein bisschen Pathos sein. Mes chers amis, an einem solchen Abend, wir spielen nachher nochmal die
Europahymne, die ja nur den instrumentalen Teil kennt. Dennoch möchte ich Ihnen Friedrich Schillers Text vorlesen, der neben dem wichtigen Appell zu der Freude am Dasein auch einen der Grundsätze der Französischen Revolution, nämlich Fraternité, Brüderlichkeit, ein Wert, den wir heute Abend im Petit Peu wieder erweckt haben, beschreibt. Ich habe ja letztes Jahr schon mal üben können, wie sich manche erinnern. Freude, schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium, wir betreten feuertrunken, himmlische, dein Heiligtum. Deine Zauber binden wieder, was die Mode streng geteilt. Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt. Wenn der große Wurf gelungen, eines Freundes Freund zu sein, wer ein holdes Weib errungen, mische sein Jubel ein. Ja, wer nur eine Seele sein nennt auf dem Erdenrund. Und wer es nie gekonnt, der stehle sich weinend aus diesem Bund. Freude heißt die starke Feder in der ewigen Natur. Freude, Freude treibt die Räder in der großen Weltenuhr. Blumen lockt sie aus den Keimen, Sonnen aus dem Firmament. Sphären rollt sie in den Räumen, die des Sehers Rohr nicht kennt. Freude, schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium, wir betreten feuertrunken, himmlische, dein Heiligtum. Deine Zauber bringen wieder, was die Mode streng geteilt. Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt. Und jetzt spielen wir nochmal die Hymne. Meine Absage geht ganz schnell. Ich möchte mich bei Ihnen, liebe Gäste, mes chers amis, bedanken, dass Sie den Weg nach Baden-Baden im Geiste von Pierre Flimelin gefunden haben. Antoinette Flimelin, je vous remercie de votre fidélité. Und lieber Robert Solic, ich hoffe sehr, dass Sie noch Muße haben für ein kleines Vert Rouge, ganz kleines. Und natürlich hoffen wir alle auf eine Liaison zwischen Roland Ries und Margret Mergen heute Abend. Wir Medien brauchen auch was zu berichten. Gehen Sie also alle jetzt nicht gleich nach Hause, sondern lassen Sie sich ein bisschen tragen auf den Flügeln der Freude hier im Kulturhaus Elle 8 und jetzt gleich im Museum. Vielen Dank an alle, die mitgearbeitet haben an diesem 7. Pierre Flimelin Symposium. Vielen Dank an meinen Partner Frank Machenbach. Bis zum nächsten Mal. Au revoir et à bientôt chez le 8e Symposium de Pierre Flimelin. Jusqu'à l'année prochaine, mes amis. Tschüss et salut, bis zum nächsten Mal.